Es ist Folge 28 von Axel MV. Wir und die Musikwelt. Herzlich willkommen. Willkommen, Omen. Ja, wie hast du denn unsere, was? Wie hast du denn die Jubiläumsfolge überstanden? Ich muss erst mal reinkommen. Ja, wir kommen nämlich ja die Jubiläumsfolge, die ich kann mich gar nicht mehr erinnern. Das ist krass, es ist schon wieder so viel los gewesen, bei mir auch, weil das ist jetzt ja nur 2 Wochen her. Noch nicht mal 2 Wochen her, als wir die aufgenommen haben. Es ist total viel passiert. Und es ist sau viel passiert. Was ist denn passiert in der Zwischenzeit? Bei mir? Bei dir auch. Es ist bei uns, wir waren ja zusammen auf Tour. Ich war ein bisschen alleine auf Tour mit dem Herrn Bensko wieder mal. Das war auch ziemlich abgefahren, weil er so angerufen hat und gemeint hat, was machst denn du morgen? Der Tim hat angerufen. Genau, das ist so der typische Alarmanruf. Ne? Hat sich was verlegt und irgendwie einen Termin. Und dann haben wir dann kurzfristig, also praktisch einen Tag nach diesem Anruf, haben wir im Kneipenquiz gespielt. Das berühmte Kneipenquiz. Fernsehshow, die nach der EM, also nach dem Spiel immer läuft. Ja, genau. Kennen viele, ist auch mittlerweile total gut besucht. Sehr hohe Einschaltquoten, total witzig. Wurde er so kurzfristig da eingeladen oder wie? Ich glaube, er war schon länger eingeladen, aber sein Spot wurde eine Woche vorverlegt. Und dann hat man dann noch dazu sich überlegt, da ja, der Keyboarder, der Sascha, ne, der mit Tim Bensko auf Tour ist, der schon viele Duo-Jobs mit ihm gemacht hatte, der war selbst auf Tour mit 6K, United. Und dann war er natürlich da ein bisschen verplant und dann hat der Tim gedacht, das machen wir vielleicht mit Gitarre, was auch dann ganz cool funktioniert hat, denn wir haben dann halt einfach zusammen da mit Gitarre die Sache gemacht. Das hast du jetzt so schön nebenbei erzählt, aber der hat dich angerufen, kannst du morgen Duo, also ihr habt quasi... Genau. Der Gig wurde vorverlegt, das Kneipquiz. Aber das war jetzt nicht ein voller Gig oder so? Oder wie? Nee, diese Show, das war nur ein Song. Ah ja, okay. Da hat er eine Single gespielt und ich habe einen Song mit ihm in dieser Kneipe direkt gespielt. Das ist eine richtige Kneipe mit so einer Bar. Und da sitzen auch wirklich Leute drin, die dann so mit... So Inas Nacht-mäßig. Ja, ähnlich. Bisschen kleiner sogar. Und noch dann kleiner. Ja, es ist kleiner auf jeden Fall ein bisschen. Und dann stehen Leute draußen, die direkt zuschauen können auch, ne, Zuschauer. Mhm. Die können dann durchs Fenster gucken oder durch so einen Monitor, der dann noch steht. Alles ganz gemütlich. Und dann, genau, irgendwann mitten in der Show hieß es dann so, wir haben natürlich jetzt auch einen Song von Tim. Und dann bin ich rüber und dann haben wir den Song performt. Geil. Und das war ganz lustig. Das ist eine sehr lustige Show. Also das ist, kann man sich mal angucken. Lief schon. Das lief schon. Wie meinst du jetzt vorher, vor diesem... Nee, Abend? Ist das jetzt schon ausgestrahlt worden, meine ich? Ja, das ist ja live. Das ist live. Das wird live direkt an dem Abend ausgestrahlt. Ah, okay. Ich habe das noch nie gesehen. Okay. Ja, und ich glaube, das Spiel war... Wer hat gespielt? Hat nicht sogar Deutschland gespielt an dem Abend? Ich weiß es nicht mehr. Ich glaube, ja, wir haben... Also auf jeden Fall waren Backstage... Ja. Und dann habe ich drüben mit den Maskendamen und mit noch ein paar anderen Gästen, die dabei waren, habe ich in so einem Raum gesessen und habe das Spiel geguckt. Und dann haben wir halt die Show original sehen dürfen. Also das Spiel war ja vorher, das haben wir alle zusammen angeguckt. Ja. Und dann, als die Show losging, saß ich drüben und sah die Show über den Monitor. Und dann kam irgendwann so der Aufruf, Markus, komm rüber, spiel den Song. Und dann habe ich den Song gespielt mit Tim und bin wieder... in Backstage. Und das war ganz witzig. Und dann 3 Tage später sollten wir mit der Band spielen, ein ganzes Konzert bei einer gewonnenen Wohnzimmergeschichte. Also es gibt Wohnzimmerkonzert, heißt es, glaube ich. Ja. Das konnte man gewinnen und dann hat dieses Konzert hat ein Steuerberater gewonnen in Köln. Okay. Das war lustig. Und dann haben wir dann halt, da hieß es, okay, die ganze Band spielt da in so einem Büro von einem Steuerberater. Ah, ja. Wurde dann aber irgendwie komplett alles geändert. Die Band spielt nicht, spielen können nur 2 Musiker oder ein Musiker mit Sänger auftreten und dann sollte ich dann den ganzen Gig mit der Akustikgitarre dann da auch spielen. Und hab dann halt mir das ganze Programm nochmal auf der Akustikgitarre so... Challenge accepted. Ja, es war schon ein bisschen so challenge-mäßig, weil es war ja so, ach so, ja, und am Sonntag wäre es dann so, dass die Band nicht spielt, sondern wir würden es nur mit Gitarre spielen. Geht das so, ne? Und ich so, ja, klar, geht. Und nach dem Telefonat habe ich dann kurz überlegt, so, okay, wow. jetzt muss ich das ganze Zeug nochmal lernen. Hab das ganze Zeug nochmal auf Akustikgitarre so ein bisschen, ne, weil es sind ja viele Keyboard-Parts drin und so. So, also so typische, diese
Keyboard, also Synthi-Verschieber, ja. Dinger, die da so popmusikmäßig dann so da durchgehen und so. Und das muss ich ein bisschen auf die Gitarre übertragen. Das war so ein bisschen, nochmal ein bisschen Arbeit, aber dann haben wir dann zusammen im Hotelzimmer dann nochmal geübt und dann das ganze Konzert sozusagen in dem Steuerberaterbüro gemacht. Und krass. Das war ziemlich lustig, so Tiny Desk-mäßig. So hat er, ja genau, am Steuerdesk. Hat er euch dann wenigstens ein bisschen Steuervergünstigungen rausgekämpft? Ja, wir kriegen jetzt Prozente. Also wir haben so ein Steuerabo abgeschlossen und kriegen jetzt praktisch 50%. Ein Jahr steuerfrei. So, geil. Der sogenannte Panama-Deal heißt das. Ja, genau. Da muss man mal mit der Bundesregierung sprechen. Liechtenstein-Deal oder so. Ja. Ja, und ansonsten hat unsere Meile-Tour begonnen. Ja, zusammen waren wir da unterwegs. Ich bin direkt aus dem Urlaub zurückgekommen und am nächsten Tag begann direkt die Meile-Tour. Ja. Wir hatten vorher schon geprobt. Wir haben diesmal einen Monat vorher geprobt, ja. Und in ihr Sound geschraubt, alles auf Abspeichern geklickt. Ja. Und dann haben wir jetzt einen Monat später den ersten Gig gespielt. Ja, alles vergessen. Alles vergessen. Aber das hat super geklappt. Ja, mal, also, oder? Ich fand auch, also ich meine, es ist ja immer noch mal so, dass der erste Gig war in Daun in der Eifel, schön Open Air. Es ist ja dann immer noch mal so, dass man noch mal, ja, also noch mal ein paar Sachen anhört vorm Konzert. So. Also ich setze mich die Mitschnitte, die Probenmitschnitte nochmal rein. Ja, wir hatten ja gute Probemitschnitte. Sorgfältig vorbereitet von unserem MD Chris Nemeth. Und da konnte man schon reinhören, was man gespielt hat. Also wenn man was vergessen hätte, hätte man da nochmal reinhören können. Ja, ich habe das auch. Ich habe noch ein paar Noten geschrieben am Tag davor, damit das auch alles passt. Ja. Nee, aber ich finde trotzdem, ich meine, wir haben jetzt einige von den Songs schon häufiger gespielt, aber es sind noch ein paar neue Sachen dabei, ein paar neue Arrangements und so. Ja. Und dafür, dass es einen Monat vorher geprobt wurde, hat das bei diesen ersten drei Gigs jetzt eigentlich super funktioniert. Ja, muss ich auch sagen. Also ich habe mich arg konzentriert. Also was für mich ein bisschen anstrengend ist bei so den ersten Shows immer ist, dieser ganze Ablauf und die Songwechsel. Ne? Ich muss hier dann Gitarre stimmen, dann muss ich da mal ein Capo drauf machen, dann muss ich das richtige Effekt-Preset wählen. Wenn es noch nicht so eingespielt ist, wo man hindrücken muss, dann ist man schon so, wo war das? Ah nee, es war eins weiter. Ah nee, Mist. Oh, Capo muss ich auch noch drauf machen. Ah, stimmt. Ja. Okay, die Band spielt schon. Weißt du, was ich immer mache? Ich habe bei der Tour spiele ich jetzt Tenorsax, Barisax, Gitarre, also E-Gitarre, Flöte und diese Whistles für diese zwei country-artigen Nummern. Ja. Und die Gitarre steht auf der Bühne, damit sie die Temperatur hat. Ne? Das ist ja ist ja immer so das Problem mit Gitarren, wenn es irgendwie zu warm oder zu kalt ist, dann kommst du raus. Und ich habe bei beiden Gitarrensongs, die ich spiele nur zwei Lieder mit Gitarre, habe ich gar keine Zeit zum Stimmen vorher. Ja. Weil ich muss mein Instrument wegtun, mein Saxophon wegtun, Gitarre umhängen, es geht sofort los. So, ich habe einfach null Zeit. Und wir haben eben keinen Gitarrentechniker, der bravourös die Gitarre rüberreicht. Und bei den Saxophonen ist es so, wenn ich die Blätter drauf mache, die beiden Holzblätter auf Bari und Tenor, und im Sommer spielen wir, und die Sonne ballert da drauf, das heißt jetzt vom Soundcheck, ich lasse die Dinger drauf und habe die Instrumente auf der Bühne, dann wellen die Blätter sich, dann sind die kaputt. Ah, okay. Das heißt, ich mache die erst beim Gig drauf. Ja. Wir gehen auf die Bühne, es kommt ein Intro und da habe ich genauso 30 Sekunden Zeit, um die Blätter drauf zu machen. Und da war es nämlich genauso bei mir, ich gucke immer aus wie Setliste, wann kann ich jetzt endlich diese scheiß Gitarre stimmen? Ja, genau. Ich habe keine Zeit, diese Gitarre zu stimmen. Ja. Irgendwie. Und dann habe ich jetzt aber gecheckt, wann der Gregor Ansagen macht und kann jetzt immer bei einem Song die Gitarre stimmen. Ja. Und bei dem zweiten Song mache ich dann aufs Bari das Blatt drauf. Also so Logistik. Logistik, das ist das Hauptding. Das hat mich auch total gestresst bei dem Gig, weil ich habe dann auch gemerkt, okay, wenn ich jetzt einen Fehler mache, dann komme ich nicht pünktlich in den Song. Und da gibt es ja einen Song, den ich anfange und den ich sogar singe. Ja, genau. Jetzt ganz neu. Und das war wirklich so, okay, da muss ich ein Capo drauf machen und muss noch stimmen. Und ich bin noch derjenige, der es anfängt. Also, ne, also wenn ich jetzt da nicht anfange, dann war eine Lücke, so ein Loch. Und das war so ein bisschen, das war ein bisschen stressig. Da muss man dann halt aus dem Song vorher mal aussteigen und vorher mal ein bisschen schnell ein Capo drauf machen und so. Ne, das geht halt nicht anders dann. Aber abgesehen davon, musikalisch war es mega geil. Wir haben einen neuen Mann am In-Ear-Pult, haben einen neuen Sound. Das ist irgendwie auch spannend. Da muss man uns so ein bisschen zusammenfinden. Das läuft aber mega. Ja. Das hat irgendwie. Also dafür, dass es jetzt die ersten Gigs waren, ist auf jeden Fall super gut gelaufen.
Ja, das war total überraschend nett. Gut. Ja. Also, vor allem beim zweiten Gig schon in Karlsruhe. Genau. Hat schon die Hütte dermaßen gebrannt. Ja, und zwar auch temperaturmäßig. Wir haben ja in Karlsruhe im Tollhaus gespielt. Ja. Da gibt es das Zeltival. Das ist so ein bisschen, ne, halb offen. Also quasi die Halle ist halb offen, aber man spielt trotzdem Indoor und draußen ist noch ein Zelt. 1000 Leute. 1000 Leute. Deutschland, Fußballspiel zeitgleich. Ja. Land unter, deswegen, wo das Fußballspiel unterbrochen wurde, sodass wir am Ende des Gigs noch das Ende vom Spiel gucken konnten. Das war ein gutes Timing. Das war ein sehr gutes Timing, für uns zumindest. Ja. Und Deutschland hat ja auch gewonnen, das war ja ein schöner Abend. Aber was krass war, dass das halt einfach gefühlt 40 Grad hatte in der Halle. Ne? Ja, ich habe noch nie so viel geschwitzt. Ich schwitze ja sowieso nicht so schnell, nee. Weil ich so, keine Ahnung, ich brauche immer ein bisschen, also da muss wirklich heiß sein, damit ich dann auch schwitze. Weil ich habe dann beim Soundcheck schon irgendwie einmal nach dem Soundcheck duschen wollen, ja, gemacht auch. Ja. Ich so gedacht habe, so, oh nee, ich kann doch nicht auf die Bühne. Ja. Und dann irgendwie nach dem Gig natürlich nochmal. Das war wirklich ein Geschwitze. Absolut. Ich habe auch nach dem Soundcheck direkt geduscht. Ja. Das war schon ziemlich feucht. Aber irgendwie, die Leute waren mega gut drauf. Ja. Ich als Zuschauer, ich weiß gar nicht, ob ich das geil gefunden hätte, weil es so heiß war. Aber die Leute haben es gefeiert. Ja, voll. Total, es hat richtig Spaß gemacht. Ich habe mir auch wirklich so meine Ohren weggebraten mit dem In-Ear-Sound. Hat's dir so mega laut gemacht. Ich habe es dann erst auf halber Strecke gemerkt, dass ich eigentlich total laut abhöre. Ah, ja. Aber das hat so gerockt. Ich habe mir gedacht, so, wenn, dann muss es laut sein. So. Ja, war geil. Gut. Und dann wurde der dritte Gig wurde reinverlegt. Da haben wir in Kelkheim im Taunus gespielt. Das hätte draußen sein sollen, aber in weiser Voraussicht wurde es verlegt quasi, weil es irgendwie, also es wurde in die Stadthalle oder was war das, Bürgerhaus-Stadthalle, irgendwie sowas. Ja. Das ist ja überraschend. Wir befinden uns ja scheinbar in einer El Niña-Phase, ne? Deswegen kommt so viel Wasser vom Himmel scheinbar. Ja, was heißt das? Ja, es war ja, ne, das ist ja so ein bisschen Wetterwissenschaft. Es gab ja so das El Niño-Phänomen, ja, wo sich Temperatur, also globale Temperaturphänomene so ausrichten, dass es eher zu heiß wird, Trockenheit und so. Und jetzt geschieht genau das Gegenteil. Scheinbar ist es jetzt gerade, sind wir mittendrin, dass es sich umdreht. Mhm. Das hat was mit den Atlantikströmen zu tun, warm, Tiefdruck, Hochdruck. Jetzt, ne, Wetterlaie. Aber das ist dann, entstehen Hochdruckgebiete und Tiefdruckgebiete, die sich gegenseitig beeinflussen und dafür sorgen, dass halt, dass es halt mehr regnet oder eher trocken ist. Ne? Und jetzt ist es halt genau die Phase, wo die Trockenheitsphase vorbei ist, also El Niño, und jetzt das Gegenteil passiert, El Niña. Und wir einfach mehr Regen abbekommen. Einfach krass, viel, ein ganz anderes, genau das Gegenteil einfach. Ne? Und das ist schon mal so, das ist witzig. Und ich habe so das Gefühl, dass das wirklich so ist, weil wir einfach, also einfach ständig regnet gerade. Extrem. Ja. Mal gucken, was uns die nächsten Monate, Wochen jetzt im Sommer da erwartet auf den Festivals. Ist ja alles Outdoor. Was also wir mit Gregor spielen, ist alles Outdoor. Man sagt, dass mehr Wasser auf jeden Fall im Umlauf ist und mehr Wasser runterkommt. Und im Winter, die Winter sollten in der Regel kälter werden, aber dafür trockener. Also der nächste Winter. Das ist so immer so die Tendenz, wo man so ungefähr sagen kann. Ne? Bin mal gespannt, wie der Sommer jetzt im weiteren Verlauf so ist. Aber bis jetzt war es ja Wahnsinn, was da runterkam. Krass. Wasser. Ne? Ja. Aber auch gut, weil überall einfach, also für die Open Air ist es natürlich ein bisschen krass unberechenbar manchmal, dass dann plötzlich so ein Wolkenbruch kommt und die ganze Bühne nass wird. Wir hatten das auch mit Tim in Braunschweig gehabt. Dann hat's, beim letzten Song hat es angefangen plötzlich zu regnen und mein ganzes Camper-Setup war nass. Ja. Es war wirklich nass. Da sind wir eigentlich schon beim Thema. Jetzt haben wir uns nämlich wieder schön verquatscht. Bam. Wir sind nämlich in Folge 28 angekommen und unser heutiges Thema lautet unsere Worst-Gig-Szenarios. Ich habe mir nämlich sagen lassen, dass ein paar Leute finden, dass wir immer so brav sind. Dass wir gar nicht meckern. Wie kommt das? Das weiß ich auch nicht, weil du so ein Gutmensch bist. So ein viel zu nett für die Welt. Nein, irgendjemand hat mir gesagt, ihr seid immer so lieb und ihr erzählt auch, ihr meckert nicht, ihr frotzelt nicht rum und ihr erzählt irgendwie, ihr nennt keine Namen und ihr seid immer so, wenn die wüssten. Naja, jetzt haben wir uns überlegt, dass wir heute mal Das machen. Mal alle richtig abledern. Nee, aber dass wir mal überlegen, weil es ist immer so, ja, ihr spielt da irgendwie nur die geilen Gigs und die irgendwie die Riesendinger und Fernsehen und bla bla bla. Ja. Aber auch da gibt es natürlich schlechte Gigs. Wir wollen nämlich über Horror-Gigs reden. Wir wollen über die derbsten Gigs-Erfahrungen reden, die man vielleicht nicht nochmal erleben will.
Katastrophen. Gig-Katastrophen und wie wir das überlebten. Und dazu gehört ja Wetter auch. Ja, Wetter ist ein wesentlicher Teil. Ich habe mir nämlich überlegt, es gibt verschiedene Gründe, warum ein Gig ein schlimmer Gig ist. Echt? Wird oder werden. Echt? Hast du das analysiert? Gibt's da eigentlich, kann man das festmachen? Ja, und ich habe aufgeschrieben, Alkohol, Drogen, Müdigkeit ist ein Thema. Kann auch genau das Gegenteil bewirken. Ja, kann auch total geil sein, genau. Aber da, das ist eine Fehlerquelle, eine potenzielle, wo lustige Dinge passieren können. Mhm. Oder sowas wie schlechte Vorbereitung, also so menschliche Themen, sage ich mal. Ja. Und da gibt es natürlich aber auch so Dinge wie Wetter oder Fehlbuchungen, so Dinge, für die man selber nichts kann. Ja. Dass man am falschen Ort ist mit der falschen Band oder so, wo dann ganz beschissene Dinge passieren können. Mhm. Zum Thema Fehlbuchungen gefällt mir jetzt auch direkt was ein. Ja, lass uns doch einfach mal an. Also ich habe mir auch so anhand dieser Liste so ein paar Dinge aus meinem Leben notiert. Wir können jetzt ja mal den Ball so zuspielen. Was ist denn bei Fehlbuchungen bei dir? Ja, das ist mir jetzt spontan. Ich habe ja so ein paar Sachen aufgeschrieben, aber es gab mal eine Fehlbuchung, das ist auch schon lange her, da habe ich mit meiner Band, und ich mache ja so Singer-Songwriter-Sachen, die so ein bisschen so, eher sowas zum Zuhören, ne? Also es gibt auch ein paar rockige Sachen da drin, also ein sehr gemischtes Programm, aber kein Partyprogramm, sage ich jetzt mal, das ist jetzt so, ne? Leute animiert zum total ausrasten. Da hatten wir damals in der Nachtschicht gespielt in Heidelberg. Die Nachtschicht, das ist so ein alter Kultclub. Ich weiß gar nicht, ob es das noch gibt. Auf jeden Fall wurde ich gebucht mit meiner Band, mit meiner Musik, Konzertant, okay, cool, Liveclub, schön. Und dann haben wir da gespielt. Mario war damals auch in der Band, der Matthias war in der Band. Das war noch so die Phase, wo wir angefangen haben mit meiner Musik, so, wo wir auch noch live unterwegs waren ab und zu mal. Das war später dann nicht mehr so oft der Fall. Aber nur noch Playback jetzt seitdem. Nee, das war einfach so, so viele andere Sachen gemacht und ich meine, nicht mehr so oft gespielt. Auf jeden Fall war das so, dass wir dann da rein sind, aufgebaut, Soundcheck, und dann kamen die Leute rein. Nur die Leute, die kamen, denen wurde das als After-Work-Party verkauft. Verstehst du? Ja, scheiße. Also ich dann so halt angefangen mit meinen Originals, Markus Vollmer-Songs, und die Leute waren dann irgendwann so, ja, so wäre schon cool, wenn wir jetzt mal was kennen würden von den Songs. So, ne? Und dann kamen immer so Zwischenrufe. So, ne? Markus Del Mar. Ja, ja. Und dann kam dann war das so, es war dann so, ich habe dann irgendwann im Laufe des Konzerts gemerkt, so, dass die das nicht hören wollen, was ich spiele, sondern dass die eigentlich eine Partyband wollten. Komplette Fehlorganisation. Ja, und dann? Der Veranstalter hat Werbung gemacht für After Work Party, hat aber mich gebucht als Konzertanten-Gig. Ja. Act. Und dann kann dann so, dann haben wir dann zum Beispiel, habe ich so einen Song gespielt wie Old Love. Mhm. Und da fängt er so an, I can feel your body. So, ne? Mhm. Und unten war dann so, so, so ein Zwischenruf bei so einer Ballade. So, ne? Okay. Und ja, aber dann war das halt wirklich so, dann war ich so, okay, also das macht ja. Also ihr habt es nicht gerade gebogen, ihr habt es nicht hingehen können, oder? Nee, wir haben weitergespielt, so ein paar Ojos sind halt gegangen, die da halt sich eigentlich abschießen wollten. Die sind halt dann wieder gegangen natürlich. Ja. So, ne? Ja. Aber es waren auch viele Leute dabei, die mich kannten, die extra wegen mir gekommen sind. Ja. Und die waren halt dann vor der Bühne geblieben und die fanden es auch cool. Aber es kam so, offizielles Publikum kam halt mit der Erwartung, dass da jetzt eine Partyband spielt. Ne? Ja. Also das ist so, das fühlt sich an wie so eine leichte Katastrophe, wenn man dann auf der Bühne steht und merkt, genau, dass die Leute das eigentlich nicht hören wollen. Das fühlt sich total bescheuert an. Ne? Ja. Und das fiel mir gerade dazu ein, weil du gesagt hast, Fehlbuchung. Fehlbuchung habe ich nämlich, ich habe auch eine klassische Fehlbuchung. Und zwar hat mich mal eine Eventmanagerin angerufen aus dem Hause Mercedes, glaube ich, war das, in Stuttgart. Mhm. Da gibt es also interne Leute, die sich um interne Events kümmern. Und da gab es wohl irgendein, also nicht irgendein, sondern ich weiß mittlerweile, dass es ein tolles Event für die werden sollte. Und zwar sollte da eine chinesische Delegation von Managern irgendwie zusammenkommen mit den Deutschen, die waren da irgendwie eingeladen, also hochwichtige Angelegenheit. Ja. Und die haben dafür in Stuttgart, da gibt es so eine ganz kleine, so eine Art, so eine Rokoko-Halle, so eine ovale Halle mit so einer Empore, ich weiß gar nicht mehr, wie die heißt. Mhm. Ja, und die hatte damals meine Band, die wir hatten, die Blas-Sportgruppe, das ist eine Marching-Band, also der Johannes auch dabei. Da war der Johannes auch dabei, genau. Also 7 Bläser, ein Sänger mit Megafon und 2 Trommler laufend. Also so wie Tradition der New Orleans Marching Bands. Ja.
Die hatte das irgendwo gesehen und die Band hatte ein konzertantes Programm. Die Band hatte aber auch so ein, ich sag mal, eventartiges Programm, dass man da mal, weiß was ich, Wonderful World oder irgendwie I Feel Good spielen kann, weil die eigenen Sachen natürlich jetzt in dem Event-Kontext nicht so Sinn gemacht haben. Da haben wir auch ein bisschen Kohle mit verdient, auch so Events in der Zeit haben wir durchaus auch so Walking Acts gespielt. Und die wollte aber, dass wir da das konzertante Programm spielen. Und dann haben wir unseren Tonmann mitgebracht und auch alles, Tech Rider wurde alles erfüllt und wir kommen da hin und ich gehe in diese Halle rein. Und da stehen halt, die Halle ist so oval und da stehen drei runde große Tische, die eingedeckt sind, so für, ich würde mal sagen, maximal 40 Leute. Und die Bühne ist halt komplett mit Line Array aufgebaut für uns. Und die ist aber so hallig und so hellhörig, wenn du dann nur die Snare berührst, knallt alles schon irgendwie. Und ich habe einfach nicht gesehen, dass da überhaupt auch nur eine Chance besteht, mit dieser Band, auch akustisch schon, mit 7 Bläsern, in diesem Saal zu spielen. Und das sollte zum Dinner stattfinden. Wow. Wir sollten so irgendwie, die haben da diniert und wir sollten in den Pausen immer spielen, zwischen den Gängen. Und dann habe ich zu der Frau gesagt, sorry, ich weiß überhaupt nicht, wie das hier funktionieren soll. Wir können jetzt probieren, dass wir mal ganz, ganz leise mit den Balladen anfangen, wo so und ganz, ganz leise. Aber wir haben nicht so viel Balladen. Es wird irgendwann der Punkt sein, dass wir dann auf die Mütze machen müssen. Und selbst wenn wir PA ausmachen und vielleicht nur die Vocals über die PA laufen lassen, es wird einfach nicht funktionieren. Es wird viel zu laut sein. Und ehrlich gesagt, ich glaube, es ist klassische Fehlbuchung. Jetzt haben wir noch Zeit. Wir könnten jetzt gerne noch eine andere Band buchen. Es wird nicht funktionieren. Ich bin mir sehr sicher. Und die dachten, das wird so eine schöne Dinner-Show zum Essen. Die hatte das einfach nicht verstanden. Die hat überhaupt nicht kapiert. Die hatte uns irgendwo auf einem Event gesehen in Barcelona. Das Event war mega. Die Leute haben es gefeiert. Die dachte, dass das da gut hinpasst. Ich hätte mir vorher mal die Halle angucken müssen, um es von vornherein. Das wusste ich aber. Das war vielleicht auch mein Fehler. Naja, auf jeden Fall haben wir angefangen zu spielen. Und es kam genauso, wie ich das gedacht habe. Die Leute saßen, haben nicht reagiert. Es war viel zu laut. Die waren sehr höflich. Das war so ein bisschen, hast du auch gemerkt, Sprachbarriere, Deutsch, China. Da saßen die alle mit Schlips. Es waren auch kaum Frauen dabei. Es waren nur so Männer, total steif. Und dann sind wir runter, haben eine Pause gemacht und dann kam sie wieder. Sie hat auch gemerkt, okay, der Funke springt nicht über. Und dann meinte sie, sie hätte eine Idee, was wir machen können. Ob wir denn das Lied Jasmine Flower, Jasminblüte oder Lotusblüte, nee, ich glaube Jasmin, den Jasminblüten-Song spielen können. Und ich so, what? Was ist denn das? Ja, offensichtlich ist das irgendwie so ein total wichtiger, wahnsinnig bekannter Traditional aus China, der irgendwie aus dem 17., 18. Jahrhundert und der war dann auch mal so eine Art Nationalhymne und wird immer auf so offiziellen Anlässen verwendet und sagte, ja, in 5 Minuten geht's weiter, könnt ihr den spielen? Wow. Und dann bin ich ganz kurz mit unserem damaligen Trompeter, mit dem Alex Hartmann, sind wir kurz mal auf YouTube gegangen, Jasmin Flower Song China eingegeben. Und dann kam das Ding und es ist halt so eine pentatonische Melodie, die, also so wie man sich es vorstellt, die hat keinen Anfang und kein Ende. Also den kannst du dir einmal anhören, du hast den Song aber nicht gerafft, weil das ist so wie so eine Wurst, die nie aufhört. Okay. So, dann haben wir uns die erste Minute so aufgeschrieben, schnell in A-Moll-Pentatonik irgendwie oder C-Dur-Pentatonik. Und dann habe ich gesagt, pass auf, wir machen, Alex, wir gehen jetzt raus und mit Saxophon und Trompete und wir spielen jetzt einfach diese erste Minute. Und wenn das, egal, sonst gehen wir dann über in den nächsten Song. Mal gucken, was passiert. Und dann haben wir das wirklich gemacht. Wir sind rausgegangen auf diese Bühne und haben das Ding gespielt. Und plötzlich stehen die alle auf und da entsteht so eine quasi so ein andächtiges Hymnending und die singen mit. Nein. Da heißt irgendwie wie heißt der? Mo Liao heißt, glaube ich, der Song auf Chinesisch und die haben dann mitgesungen und wir haben es nicht fassen können und die haben das Problem war, dass wir halt nur so eine, ich sag mal, 8 oder 16 Takte notiert hatten. Ach. Wir haben dann einfach wieder von vorne angefangen und das nochmal gespielt. Und dann haben die weitergesungen. Fanden die da total geil und ab da haben die uns quasi ins Herz geschlossen gehabt. Wow. Und dann konnten wir machen, was wir wollten. Dann haben wir total laut weiter unser eigenes Ding. Dann ging das irgendwie gut. Also es war so ein bisschen so ein Icebreaker. Wow. Und da muss ich dann im Nachhinein dann sagen, okay, das hat die Event-Kollegin da dann doch richtig eingeschätzt, hat so eine gute Idee gehabt. Aber im Grundsatz war es eine totale Bullshit-Fehlbuchung. Aber das ist ja. Ich kenne die Situation oft, ne, dass man irgendwo hinkommt. Also mit Coverbands ist das ja gern mal so, ne, dass man gebucht wird und dann merkt man so, unser Programm, das ist, wir müssen das komplett um. Ja. Also das funktioniert hier nicht.
Und dann geht es ja auch in der Regel relativ schnell, dass, ne, wenn du zwei Sänger in der Band hast oder so, dass du dann doch kannst schnell switchen, ein Alternativprogramm mal zusammenstellen kannst, ne, und dann switchen kannst. Ne. Das kannst du halt mit anderen Bands vielleicht nicht, ne, oder mit anderen Projekten so. Aber in dem Fall ist es natürlich dann gut, wenn du sagen kannst, okay, wir stellen das irgendwie mal um, das ganze Programm. Ne. War schwierig, bei der Band war es schwierig, weil es ist keine Coverband in dem Sinne, wo du mal eben sagen kannst, hier, weil es gibt keine Keys, es gibt keine Gitarre, es gibt kein normales Schlagzeug, es muss alles irgendwie arrangiert werden. Du kannst jetzt auch nicht einfach leise spielen mit so Blasen. Genau. Mit der Band haben wir viele Dinge erlebt, da könnte ich jetzt auch unfassbare Geschichten erzählen. Aber Ich hatte sowas Ähnliches mal, das war auch witzig, da wurde ich gebucht nach Speyer. Kulturfest oder sowas war das. Das hast du schon mal erzählt. Ja, wo ich dann, also als Solo-Act. Also es hieß dann so, ja, ich habe jetzt dann so vorgestellt, ich bin da als Solo-Act gebucht, ich spiele vier Sets musste ich spielen. Ich glaube, 4x45 Minuten. Das ist so eine Kulturnacht, ne? Die Kulturnacht so in Speyer? Die kenne ich. Genau. Ich habe in Speyer gewohnt früher. Ich kenne das. Überall gibt es da so Ecken, wo jemand spielt. Ja, genau. Ich so, ach cool, das passt genau zu mir, mache ich mit. So, ne? Geil. Ja. Alles klar, Gage und so, alles passt. Und dann bin ich dann, ich habe eine Adresse bekommen, Straße so und so, da gehst du hin und gehst dann einfach da rein. Ich dachte, das wäre so eine Kneipe, wie so ein Irish Pub und ich spiele halt da drin meine vier Sets. So, ne? Und kam hin, hab mein Auto geparkt, lief dahin, hab die Adresse angeguckt und bin ständig von links nach rechts gelaufen und überlegt, es muss doch hier sein. Und dann bin ich in so eine Commerzbank reingelaufen. Gibt es ja so Banken, die haben so einen kleinen Schalter und so ein paar Geldautomaten in so einem recht marmorartig gefliesten Situation. Und dann bin ich da reingegangen. Also ich habe hier eine Hausnummer, da muss irgendein Club sein, wo ich spiele. das müsste doch hier sein. Also, ja, das ist bei uns. Hier kannst du aufbauen. Und ich so, wo? Und so, hier, von dem Geldautomaten. Und ich dann so, oh, really? Aber wenn da jemand Geld abheben will, jetzt, na, dann sollen sie an den anderen gehen. Da macht es gemütlich so. Ne? Und ich dann so, ey, ich kann ja nicht spielen. Ich kann ja nicht vor dem Geldautomaten spielen. Erstens klingt das total furchtbar hier drin. Und wie sieht denn das aus? Da steht so ein Typ mit der Gitarre vor dem Geldautomaten. Das ist so, hat mich so super krass abgeturnt. So einfach so. Es war wirklich so, ich habe auf einmal überhaupt keine Lust mehr gehabt. Ne? Und dann habe ich mir gedacht, so, naja, bist halt Profi, musst du halt machen. Ne? Klar, okay, schaffst du schon. Und dann habe ich gemeint, nur mal so, also wie wäre das, wenn ich draußen spielen würde? Weil vielleicht schon ein bisschen besser für die Leute so, ne? Ja, das geht auch. Da stellen wir dir ein Zelt hin, falls es regnet, dann war ich draußen. Ja, viel geiler. Klar. Und dann war das total geil. Der Johannes Knapp war da zufällig, der ist da vorbeigekommen. Der stand auch mit vorn. Und dann kamen da plötzlich voll viele Leute an. Es war so straßenmusikmäßig auf einmal. Ja, dass die Kulturnacht funktioniert so. Ja. Da gibt es halt, ich kenne das, ich kenne auch die Leute, die das damals organisiert haben. Ja. Da gibt es einfach zig Venues. Genau. Von der Kneipe über die Bank, über, ne, ganz egal. Ja. Und an jeder Ecke findet was statt. Und die Leute sind es auch gewohnt, dass das eben ungewöhnliche Locations sind. Irgendwie. Ja, aber das war, ich meine, dieser Switch, ne, von dieser Katastrophensituation in diese Bank, von der ich dachte so, ich kann hier keinen Ton rausbringen. So ist es vollkommen. So, ne? Und dann diesen Switch, dann so ein paar Stunden später, wo dann wirklich so 40, 50 Leute vor mir standen im Halbkreis und ich mit meiner Bose-Anlage da Songs gespielt habe, das war dann total cool. Ne? Aber es steht und fällt natürlich auch immer so ein bisschen mit der Kommunikation, ne, im Vorfeld. Also, dass man das vielleicht auch mal erklärt, was erwartet einen da irgendwie. Ja, also ich habe was ganz anderes erwartet. Es war so ein kompletter Bruch in meinem Kopf. So, wie so, nee, das kann nicht sein. Ne? So. Und ich habe mich dann kaputt gelacht, weil das dann eigentlich am Ende dann mit so einer Entscheidung dann doch wirklich cool war. Ne? Also wenn ich da jetzt drin aufgebaut hätte, da wäre niemand reingekommen, da wären Leute gekommen, die hätten Geld abgehoben, wären an mir vorbeigelaufen und ich hätte irgendwie meine Songs gespielt. Das wäre so vollkommen sinnlos gewesen. Aber wenn du hast, ich komme jetzt, weil du von bei der Bank gespielt hast, ich habe nämlich auch einen Bankdrop, der bei mir auch schwer im Kopf geblieben ist. Und zwar sind wir gebucht worden von einer Sparkasse, irgendwo in, das war irgendwo im Bayerischen, weiß ich nicht mehr, bei Ulm oder irgendwie so. Ja. Relativ kleines Kaff. Und die Sparkasse wollte Weihnachtsfeier machen. Und hat meine damalige Band, die Clochards. Klassiker, genau. Und die hatten da so eine Halle. Und das war dann auch so, okay, Weihnachtsfeier, das heißt, alle Angestellten dürfen aber auch ihre
Partner mitbringen. Ne? Und das ist ja dann in sich schon immer so ein bisschen steif, diese Kombi. Ne? Ja. Der Angestellte will sich ja nicht daneben benehmen, wegen seiner Family. Und, also, so. Und dann war der Wunsch auch im Vorfeld, das ging total pain in the ass, weil die unbedingt wollten, dass wir Tage wie dieser von Toten Hosen spielen, als ersten Song, so nach dem Motto, geil, wir feiern uns jetzt. Und ich habe alles versucht und habe gesagt, Leute, das machen wir nicht, wir spielen den Song nicht, das ist total Klischee, Schwachsinn und das sind wir überhaupt nicht wir und der Song ist eh scheiße und alles irgendwie so und so, Party auf Knopfdruck, es funktioniert nie und auch als erster Song nicht und dann hin und na egal. Auf jeden Fall hatten wir aufgebaut und hatten gesagt, wir spielen den Song nicht, ihr könnt das gerne selber machen und dann war die Idee so, Vorhang ist zu, es werden irgendwie noch ein paar Reden gehalten. Die Band steht hinterm Vorhang, die kriegen Funkmikros in die Hand und dürfen dann zum Playback Tage wie dieser singen. Ja. Die Bankleitung, Vorstand mit den Angestellten, keine Ahnung. Und danach, wenn die fertig sind, sollen wir loslegen und spielen. Ja. Alles klar. Es ging also erstmal los, sie haben Essen gekriegt und das Buffet war irgendwie gerade zu Ende. Und dann war der offizielle Teil und da kam irgendwie der Banktyp auf die Bühne und hat erstmal gedankt, ein paar Zahlen und wie toll denn alles so ist und toll, dass wir jetzt hier feiern und das Jahr zum Ende bringen und super cool und danke für Ihre Mitarbeit und toller Erfolg. So, bis dahin war alles cool und dann kam der auf die Idee und sagte, wir können natürlich diese Weihnachtsfeier nicht beginnen, wenn wir nicht auch alle Toten genannt haben, die dieses Jahr gestorben sind. Und so hat er angefangen, eine Liste von toten Sparkassenkunden vorzulesen, Nein. die in diesem Jahr gestorben sind. Am 25. Januar verstorben Peter, bla bla bla, war 73 Jahre Kunde der Sparkasse. Und da hat er einfach so 12 Tote vorgelesen. Wow. Und wir standen hinter der Bühne schon und warteten, dass unser Song... Das kann nicht wahr sein. Und dann haben die Tage wie dieser gemacht, direkt im Anschluss, wo nichts passiert ist. Und Leute, die so, weißt du, auch so dieses Ding, Mikro zu weit weg vom Mund, weil die alle keine Ahnung haben, wie man Mikro hält. Alles five, Tage wie dieser und dann Vorhang auf und wir sollten spielen und alle Leute erstmal so, ist ja quasi nichts passiert. Oh, also bitte. Richtig tragisch eigentlich. Tragische. Das ist eine klassische Fehlplanung. Yeah. Wozu du nichts für kannst. Ja, ich kann nichts dafür. Ja, du bist einfach da reingerissen. Ja. Und ich kenne das so oft. Ich habe das so oft erlebt, dass du als Band irgendwo reingerissen wirst aufgrund von Inkompetenz und du einfach irgendwie dann da durch musst, durch diese Situation. Das ist so oft schon erlebt. Aber wir konnten drüber lachen, weil das war nicht unser Fehler. Das war einfach deren Fehler. Ich hatte mal einen Gig, das war keine Fehlplanung, Silvester. Das waren die 90er, glaube ich. Und ich war mit einer Coverband gebucht. Das war ein Akt, wie sagt man da, höherer Gewalt, was da dann eingetreten ist. Denn wir hatten das so ein ganz normales Situation, ein ganz edles Restaurant mit zwei Stockwerken. Und im oberen Stockwerk war eine tolle Bühne aufgebaut und Publikum mit Anzug, ganz fein geschmückt, das ist richtig edel. Ne? Ja. War da eingeladen zum Silvesterfeiern und wir waren die Band. Eine vierköpfige Coverband mit Programm von über 6 Stunden, da wir ja über die 0-Uhr-Grenze hinaus spielen sollten. Also nach Silvester dann nochmal ins Partyset. So, ja. Ne? Okay, ich so, ja, okay, ein langer Abend, ist aber auch gut bezahlt, alles kein Problem, ne, wird cool. So, Soundcheck, okay, alles klar, alles noch cool. Der Gig fängt an, ich erinnere mich noch genau, es war der erste Song, The Boxer von Simon & Garfunkel. Mhm. Beim dritten Akkord habe ich gemerkt, ich muss jetzt sofort kotzen. Ah, warum? Ja, Norovirus. Ah. Ich habe mir Norovirus eingefangen, die ganze Familie, von der ich aufgebaut, also, ne, ich bin ja da in der Aschaffenburg übernachtet, bei den Schwiegereltern, alle haben schon gekotzt. Scheiße. Und andere Körperöffnungen sozusagen, ne, wieder mit und so. Und dann bin ich dann dahin gefahren und dachte ja erst, ich bin, ne, mir passiert nichts, weil alle anderen schon irgendwie schon weg vom Fenster waren. Und bei dem ersten Song ging es los und ich so, oh, ich muss sofort aufs Klo. Bin dann so losgerannt. Ich so, Piebels, ich muss schnell aufs Klo. Sorry, tut mir leid, mir geht's nicht gut. Runtergerannt und das Klo war ein Stockwerk tiefer. Und ich bin durch diese ganze Menge da durch. Und am Ende des Gangs war die Treppe runter. Und dann musste ich mal den ganzen Gang zurück. Hast es geschafft? Ja, aber ich hatte schon wirklich so. Es ist zum Glück nichts rausgekommen. Aber ich bin dann direkt ins Klo gestürzt und habe dann ins Klo geschrien.
Und dann war das so, dass über den Abend verteilt, ich bin dann natürlich so ganz, ne, wie so eine Leiche, bin ich wieder hoch auf die Bühne, weitergespielt. Und du weißt ja, wie das ist, wenn du einmal dich übergeben hast, dass du dann so ein bisschen anders aussiehst und dich auch anders fühlst auf einmal. Und dann ging es weiter. Und ich glaube, es war am Ende vom Set, musste ich direkt nochmal losrennen. Und so, oh Leute, sorry, ich muss nochmal. Tut mir leid, dass ich lache, aber das ist sehr unterhaltsam. Im Nachhinein muss ich auch lachen, aber vor Ort war es die Hölle. Und dann ging das über den ganzen Abend verteilt. Ich habe, glaube ich, 7-mal mich übergeben. Mhm. Der Norovirus ist unfassbar gnadenlos. Du hast gar keine Chance. Du bist einfach nur ausgeliefert. Hast du ja nicht einen Eimer neben dein Paddleboard gestellt? Ja, das habe ich dann. Das ging nicht, weil ich konnte ja auf der Bühne da jetzt nicht. Ne? Ja, ja. Ich bin dann halt aufs Klo gerannt. Ja. Und das ging über den ganzen Abend verteilt. Also ich habe mir dann irgendwann mal einen Stuhl geholt, habe auf dem Stuhl sitzend Gitarre gespielt und habe noch das so mitgespielt. So. Immer getrunken, spielen. Und es kam immer ein Punkt, wo ich gesagt habe, ey Leute, ich kann nicht mehr, wir brauchen einen Ersatz. Es waren 3 Stunden, ich konnte nicht mehr. Ich konnte nicht mehr stehen, mir wurde schwarz vor den Augen. Es war einfach eine Katastrophe. Und im Backstage habe ich auf dem Boden gelegen, habe ne, so versucht, mich zu entspannen. Okay, nächstes Set, es geht weiter. Okay, alles klar, aufraffen. Oh, ich kann nicht so. Ne. Tierischer Kampf. Aber wir haben dann auch niemanden gefunden, der aus... Ne, ich habe natürlich angerufen, hey, kannst du aushelfen? Ne, Leute, die in der Nähe sind. So, ja, nee, ich bin selber heute, ich habe selber einen Gig. Ne, Silvester, was? Na klar. Ist einfach niemand, kein Musiker am Start. Boah. Und dann habe ich das ganze Ding durchgezogen. Und irgendwann so um... Also kurz bevor das Mitternachtsset losging, also wir sollten nach Silvester nochmal 2 Stunden spielen, war es dann weg. Naja, krass. Und dann war alles weg und dann konnte ich dann noch die 2 Sets spielen. Aber ich hatte noch nie, ich bin dann heimgefahren, ich hatte noch nie solche Gliederschmerzen abends in dem Bett. Wenn du so komplett alles raushaust. Ja, klar. Ich war komplett durch. So. Ja, klar. Wow. Also Norovirus kann ich keinem empfehlen, aber wenn das dann direkt beim Gig so losgeht, das ist dann so... Das ist fies. Das war einer wirklich ein Horror-Gig. So. Ja. Keine Chance gehabt. Das kann ich mir vorstellen. Sehr anstrengend auch wahrscheinlich irgendwie. Super anstrengend, ja. Habe ich nie mehr gehabt, so in der Form. Also man hat ja immer mal so ein bisschen Magen-Darm-mäßige Situationen, aber das kann man mit so ein paar Mittelchen kann man das irgendwie in den Griff kriegen. Ja. In den meisten Fällen. Aber Norovirus? Da kannst du nichts machen. No klar. Chance. Keine Chance. Ja, sonst körperlich ist ja eigentlich immer nur, also klar, man kann krank sein, man kann aber auch besoffen sein. Das warst du? Das war ich auch mal, ja. Das habe ich aber sehr früh gelernt, dass das nicht funktioniert. Das habe ich noch in meiner Zeit als Rockgitarrist gelernt. Da waren wir irgendwann mal, da war ich aber 18 oder 19, haben wir irgendein Festival, war ich so besoffen. Du dachtest, das gehört dazu, zum Rock'n'Roll. Ja, da habe ich so sehr schnell gemerkt, dass als Frontmann mit Gitarre, dass das sehr schlecht ist, wenn man da betrunken ist. Das habe ich seitdem sehr gut im Griff gehabt. Also das ist mir persönlich selber nie mehr passiert, dass das da so Ausfälle gab. Aber um jetzt auch mal hier quasi nicht immer so zu sagen, dass die Musiker alle besoffen sind, es gibt ja auch andere Menschen, die besoffen sind auf Partys. Ach echt? Ja. Und da ist es mir nämlich eine wunderschöne Geschichte passiert, zusammen mit dem Chris Nemeth übrigens, der ja auch hier schon als Gast war. Mhm. Wir waren immer mal wieder für eine Agentur, die so große Veranstaltungen organisiert hat für einen sehr, sehr, sehr bekannten Softwarehersteller, dessen Namen ich jetzt nicht nenne. Die besitzen auch einen Fußballverein. Die sind immer mal wieder so quasi weltweit unterwegs und machen da so Tagungen für ihre Manager und keine Ahnung, ranghohe Geschichten. Und da waren wir irgendwann mal in Rom, glaube ich, war das. Und sollten da 2 oder 3 Tage am Stück spielen und hatten da so eine Band aus Freiburg zusammengestellt dafür. Und der erste Abend war so eine Art Wunschabend. Da konnten die sich Lieder wünschen. Da gab es eine, ich weiß auch nicht mal genau, warum das so war. Auf jeden Fall haben die da so eine Liste gehabt, wo sich dann Lieder wünschen durften. Wir haben da gespielt. Und wir gehen runter von der Bühne. Und das war schon so, da waren irgendwie hauptsächlich Männer anwesend, die hatten tagsüber halt da irgendwie ihre Tagung gehabt und man hatte sich da sehr viel Mühe gegeben. Da waren da so ferngesteuerte Autos und so, alles so Spielzeug aufgestellt, Kickertische, dass sie da ein bisschen Spaß haben. Ja. Es waren auch ein paar Hostessen da, glaube ich, aber hauptsächlich, wie belustigt man Männer irgendwie und vor allen Dingen die irgendwie im Management sind, die, man denkt aber, das geht irgendwie halbwegs kultiviert zur Sache. Naja, wir kamen irgendwie
waren runter von der Bühne, es war Pause und kommen zurück und dann sitzen die besoffen auf der Bühne und zocken an unseren Instrumenten. Nein. Ja, Bass umhängen, Gitarre umhängen, Schlagzeug. Alter. Mein Horn hatte ich glücklicherweise mit Backstage genommen. Und das, alter Falter, also richtig besoffene, erwachsene Männer, die so meinen, uns gehört die Welt, wir können wow. das jetzt einfach machen. So, ne? Das, das war schon bitter. Und am nächsten Tag, gleiches Klientel, sollte eine Party stattfinden in einem super geilen Club in Rom. Ich weiß gar nicht genau, wie der heißt. Es ist ein mega geiler Laden. Es ist nämlich so ein Schlauch. Mhm. Und dann das Publikum steht ganz normal unten im Carré. Dann ist die Theke, die ist frontal, mhm. die so riesengeile Theke, 20 Meter breit. Und hinter der Theke auch so Rückwand mit den ganzen Spirituosen. Mhm. Und über den Spirituosen ist die Bühne. Ja, yeah, wow. Mega geiler Laden. Cool. Total cool. Du stehst also als Band oben, mhm. guckst über die Theke runter ins Publikum. Perfekt. Total geil. So, also super Blick. Und da war der Deal, dass diese Manager, die sollten da irgendwelche Dinge sich, das war glaube ich so Teambuilding-mäßig, die sollten sich irgendeine Art von Performance überlegen. Ja. Und wir hatten so eine Backline-Rental am Start. Da waren Hammond-Orgel gemietet und irgendwie Drums gemietet und Amps gemietet. Wir hatten glaube ich nur Pedalboards dabei, Flugzeug, so die Nummer. Ja, ja. Und es war ein riesengroßer Beamer auf der Bühne, weil nämlich irgend, da sollten für diese Performances, die jetzt kommen sollten, sollte mit so einem riesen krassen Beamer, so rückpro-mäßig irgendwie, da weiß er sich, irgendwelche PowerPoint, nee, also Videozeug irgendwie projiziert werden. Riesenbeamer im Case, 20.000 Euro Gerät, keine Ahnung. Und eine Gruppe von diesen Managern, die haben sich da überlegt, dass sie unbedingt das Video, kennt ihr von Bloodhound Gang, wie heißt denn das? Heißt das irgendwie The Bad oder so? You and me, baby, ain't ja, nothing klar. but mammals, ne? Ja, ja. Wo die diese Affenkostüme ja, anhaben. Ja, ja. So. Und die hatten sich diese Affenkostüme organisiert ja. und haben zu diesem Song performt, mhm. so gedanced, so Affendance mit Maske in diesem scheiß Affenkostüm. Und wir waren ready to go, das war der letzte Beitrag. Wir sollten also jetzt, so, nachdem die fertig sind, soll es losgehen. Alle Instrumente am Start, mhm. Strom eingeschaltet. Und dann haben die am Ende von dem Song aus ihrem Affenkostüm jeder eine Flasche Shampoos rausgeholt, haben die geschüttelt und haben 6 Flaschen Shampoos quer durch den Laden verspritzt, über die Bühne, in die Hammond-Orgel, in die Pedalboards, runter auf die Theken, ins Publikum runter. Eine derart beschissene Aktion, wow. so ohne Rücksicht auf Verluste, so mhm. total bekloppt einfach. Haben die auch alles bezahlt dann? Das wird die Firma wahrscheinlich alles bezahlt haben. Ich glaube, daran wird es wohl nicht gescheitert sein im Endeffekt. Aber das war echt so, man zweifelt da manchmal so ein bisschen an dem Menschenverstand oder auch an dem Respekt der Leute, ja. Wie die so ticken irgendwie. Ich meine, es war nicht mein Gier, mir war es relativ egal. Aber es war einfach so, ja, einfach respektloser Bullshit. Einfach. Ja, schon, ne? Und dann musste da erstmal mit Handtüchern hantiert werden, bevor wir dann irgendwie spielen konnten. Und dann in dem Club war es eben auch schwierig, weil nämlich links und rechts dann Treppen rauf und runter gehen. Die wollten auch ständig auf die Bühne kommen und wieder von gestern Abend auch nochmal wieder, darf ich mal wieder den Bass anfassen? Habt ihr den so bekämpft mit Schwert? Ja, wir haben dann, die Agentur ist tatsächlich darum gekümmert, dass dann 2 Typen da stehen. Ja. Und da wurden dann so Bänder auch gezogen, dass diese besoffenen Menschen dann nicht mehr zur Band auf die Bühne dürfen. Wow. Da war so ein Typ, der hinter der Sängerin hergerannt ist und da ständig mit, ja, war unerträglich. Oh Gott. Und das alles mit Job-Anzügen und Fliege. So. Also war überhaupt nicht mein Style. Aber wir lachen heute noch drüber. Für einen Anzug, der schützt nicht vor Niveauabstieg. Ja, ganz genau. So, your call. Ach, da gibt es so viel. Ne? Mir ist jetzt auf dem Weg wieder, es ist aber eigentlich nur eine kleine Katastrophe. Wir hatten auch mal einen Cover-Gig bei einer Hochzeit. So, ne, wie du auch, klassische mhm. Hochzeit. Und dann war auch Pastor EM, es war glaube ich sogar WM zu dieser Zeit. Ja. Und kennst ja das Spiel, ne? Die Braut und der Bräutigam sind natürlich glücklich, frisch verheiratet. Und, natürlich. natürlich. Ja. Alle sind da, es wird später noch im Laufe des Abends der Brautstrauß geworfen für die Nächsten, die dran sind und so weiter. Das ganze Ding, alle sind happy. Nur, die ganze Party ging so lange, bis das Spiel losging. Das an dem Abend, ne, glaube ich, Deutschland gegen, wer weiß, ja. Frankreich oder so. Und als das Spiel losging, sind alle Männer zum Fußballspielen gucken gegangen. Oh ja, Mann. Sind alle Männer weg. Oh Mann. Und die Braut hat
geheult, die hat geweint. Oh, die hat das nicht verkraftet. Schade. Die war fix und fertig und die Party war einfach am Ende. Und wir so, oh, scheiße. Wir spielen halt schön unsere Party-Songs. Und wir dann so, ey, sollen wir vielleicht aufhören? So, ne, weil das dann so, ja, komm, wir spielen noch so, ne, wir haben unser Vertrag, wir sollen wir spielen das weiter. Ne? Oh Mann. Also, war wirklich am Ende. Also, weißt du, dann die Freundin haben halt versucht, die Braut wieder aufzumuntern und so, ne, so auf die Art, so, komm, jetzt ist doch nicht so. Und so, wir haben schon so oft drüber geredet. Dann war diese ganze Hochzeit gesprengt. Wurde die gesprengt. Ist das, naja. Das war ziemlich mies. Aber mehr ist dann auch nicht passiert. Wir sind dann heimgefahren und alle haben immer noch geweint. Und dann war der Gig vorbei. Ich habe auch eine gute Hochzeitsstory. Mich hat mal jemand gebucht für ein Gig in Heidelberg. Hochzeitsding auch irgendwie. Und hat gesagt, ja, pass auf, wir sind die Band. Und die wollen unbedingt Saxophon dabei haben. Ich kannte die über Umwege. Sehr guter Sänger, Bassist, Schlagzeuger, Gitarrist. Die spielen total viel zusammen. Und machen so ein Rockprogramm. Mussten an dem Abend, also eigentlich machen die so Funk-Rock-Zeug. Und haben aber eben auch so ein Coverprogramm, was sie dann für so Privatveranstaltungen und so. Und ja, die spielen normalerweise nicht mit Saxophon. Und da war aber gleichzeitig noch zum Dinner und zum Einlass ein Pianist gebucht, so ein Alleinunterhalter-Typ, der da sollte dann auch Saxophon mitspielen. Ich sollte also diese zwei Dinge tun. Ich konnte aber nicht zum Soundcheck, weil ich einen anderen Gig hatte noch nachmittags und habe gesagt, ja, ey, kein Problem, Songliste ist ja eh klar und mit dem Pianisten, hey, der spielt irgendwie Standards und Beatles-Songs, da spiele ich mit, kein Problem, höre ich ja die Tonarten und alles, kein Ding. Okay, dann kam ich dahin, alle tolle Veranstaltung, alles cool, Bühne aufgebaut und der Pianist war total nett. Und dann habe ich gesagt, was spielen wir? Und eine Liste gezeigt, ja cool, alles klar, sind wir raus, Mikro dran, geht los. Und dann stellte sich raus, dass der Typ überhaupt nicht mit jemandem anders zusammenspielen kann. Der ist einfach nur gewohnt, alleine zu spielen. Und sobald der nicht singt und Akkorde spielen muss und begleiten muss, ist der weg vom Fenster. Der kann nur mit sich selbst spielen und spielt auch immer so die Melodie noch mit, die er so singt. Ja. Also relativ eingeschränkte Skills. Das fällt einem jetzt nicht so sehr auf, wenn das so im Hintergrund, wenn man da nicht so zuhört. Das klingt cool, der hat auch eine schöne Stimme. Aber der war nicht in der Lage, mich zu begleiten. Ja. Und wenn man dann, weiß was ich, irgendwelche Nummern spielt, der ist dann immer irgendwann ab einem Punkt, wo klar war, er weiß nicht mehr, wo er ist, hat er einfach wieder von vorne angefangen. Also so, und out of time auch komplett irgendwie. Und das war dann irgendwie natürlich relativ schwierig, da zusammen Musik zu machen. Aber vielleicht hat so die Klangtapete ausgereicht, so Saxophon, Klavier hat den Leuten irgendwie ganz okay gefallen. Hast du einfach, irgendwie mitgespielt. Ja, so. Und dann war 6 Stunden Pause, weil Essen und Spielereien und die Band sollte dann irgendwie um 12 spielen. So. In dieser Zeit hat aber die Band Backstage auch schon während der Pianist nicht gespielt, dann haben die schon angefangen zu saufen. Und vor allen Dingen der eine hatte irgendwie, da gab es Band. Ja, da gab es richtig leckeren Montepulciano. Okay. So, und dann kommen wir raus auf die Bühne und Teile der Band waren auf jeden Fall schon relativ schlagseitig unterwegs. Und das Problem war, dass der Gitarrist keinen Amp dabei hatte und auch es gab auch keine Monitore. Die haben so, also nur für den Sänger gab es zwei Monitore. Der hat mit so einem 19-Zoll-Gerät aus dem Line auch direkt in die PA gespielt und die PA war aber so gestellt, dass man das nicht gehört hat. Das heißt, der Gitarrist war für mich schon mal akustisch nicht existent. Ich konnte mich jetzt nur an den Bass halten. So, und dann geht's halt los, was spielen wir? Ja, wir spielen hier, wie heißt das? Just the Two of Us. Und ich so, okay. Da, 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 da. Da gibt's verschiedene Tonarten, die man üblicherweise in Coverbands spielt. Ja. Die fangen an zu spielen und ich sehe so am Bass, das, was er spielt, F, G. Und ich, das ist ja was strange, das klingt total anders, aber der spielt doch F und ja, okay, der wird dann nennen, okay, bada, Halbton daneben. Ich so, scheiße, kann doch nicht wahr sein. Er guckt nochmal auf den Bass, er spielt aber die richtigen Töne. Ja. Und ich sage, okay, jetzt Augen zu, habe ich nachgehört, in den richtigen Dingen gespielt, nächstes Mal genau die gleiche. Ja. Guck auf den Bass, er spielt irgendwie, dann haben wir irgendwie Signed, Sealed, Delivered gespielt, schon wieder das gleiche, Halbton daneben. Ja. Und ich frage, in welcher Tonart spielen wir das? Ja, hier, in G. Ja. Und ich so, nee, ist nicht, nein, Mann, irgendwie. Und dann stellte sich raus, ja, dass es so ist, der Sänger, wir machen, ja, das haben wir vergessen, dir zu sagen, unser Sänger,
der kann nicht so hoch singen, deswegen sind Gitarre und Bass in Halbton runtergestimmt. Mhm. Aber die reden dann aber in den Tonarten, die sie greifen und nicht die, die sie spielen. Mit den Saxophonisten, ja, super. So, und ja, Leute, irgendwie. Und dann war es aber alles, es wurde immer schlimmer. Und es war dann musikalisch auch irgendwie aufgrund des Alkohols so schwierig, da zusammenzufinden. Das war der einzige Gig bisher, wo ich es nicht mehr ausgehalten habe. Und dann bin ich von der Bühne gegangen. Wow. So nach einer halben Stunde bin ich tatsächlich, ich habe es nicht fassen können. Okay. Ich bin runtergegangen und irgendwann kam auch der Schlagzeuger. Wieso der Schlagzeuger? Ja, der hat auch gemerkt, wir können den nicht mehr. Man wird mich auch nichts mehr zu holen. Nein, der hat einfach auch gemerkt, okay, wir kommen hier nicht mehr zusammen. Und der hat dann auch einen Hals voll gehabt. Und dann irgendwann kam auch der Bassist und dann war so nach einer halben oder dreiviertel Stunde war die Band nicht mehr auf der Bühne, weil es einfach nicht geklappt hat. Irgendwie. Ja. Und dann war natürlich Veranstalter, wollte unbedingt, dass die Hochzeit weitergeht. Und ja, wir müssen weiterspielen. Es war unerträglich. Es war wirklich... Das ist bitter. Ich hatte mal einen Gig, das waren meine Anfänge als Musiker, da war ich sogar noch Schlagzeuger. Ich habe nämlich, also es war wirklich so, kennst du diese CVJM Tenzing-Geschichten? Also es gibt ja diese in Deutschland diese christliche Vereine der Menschen. Ja. Und diese Vereine, die haben oft einen Chor. Ja. Und mich hat man gefragt, willst du mitmachen, also Freunde von mir, ne? Willst du mitmachen im Chor? Wir sind eine Band und begleiten den Chor und kannst du mitmachen und so. Ne? Und ich habe dann da, bin dann damit rein in die Band und habe dann erstmal das Schlagzeug bedienen dürfen. Total cool. Habe da einfach so ganz, ne, wir waren alle ganz jung, ganz alles so sehr unprofessionell eigentlich, aber es war so die erste Band, die ich eigentlich hatte. Ne? Ja. Und dann hat man auch immer so total schräge Gigs ausgemacht. Ja, Campingplatz da oder mal hier irgendwo im Garten von dem und so und hier. Und dann haben wir wirklich. Dann gab es immer so eine Freizeit, wo man so in so einer Jugendherberge so zusammen geprobt hat. Das war so eine teambildende Maßnahme von diesem Verein, so, ne? Wir und unser Chor und die Band und so. Und dann hieß es, und zum Abschluss dieses Aufenthalts in diesem schönen Jugendherbergsgebäude oder Haus, Schloss, war ein richtiges Schloss, glaube ich, da machen wir dann ein Konzert. Und das Konzert, da finden wir irgendwas so, ne? Und dann hieß es, okay, wir haben hier einen Campingplatz um die Ecke und auf diesem Campingplatz sind so Kinder, die aus so einer Sonderschule kommen. Also man hat da gesagt, schwer erziehbare Kinder oder sowas so. Ne? Und die freuen sich, wenn da mal Musik gemacht wird und so. Und die so, okay, gehen wir hin, bauen die Anlage auf, war auch so. Und während des Konzerts, als wir da so spielten, hat man gemerkt, dass sich so eine gewisse Aggression auftat. Bei wem? Beim Publikum. Ah. Im Laufe des Konzerts ging es nämlich so weit, dass die uns verkloppen wollten. Die wollten uns einfach zusammenschlagen, weil die Aggression... Wie alt waren die denn? Die waren alle so zwischen 9 und 14, so irgendwo, ne? Aber halt wirklich auch, also Kinder, die so, oder so Jugendliche, die so aus so einem kriminellen Umfeld auch kamen und, sagen wir mal, schnell die Hand heben oder so, ne? Ja. Also war auf einmal total viel Aggression im Umlauf und wir waren halt so die Christlichen, ne? So das der Verein, so, ne? Schön und so, wir machen was, tun was für euch und so. Und wir helfen euch. Und am Ende war das so, dass die uns vom Platz gejagt haben. Wir haben schnell unser Zeug gepackt. Und dann haben die wirklich, sind die auf uns losgegangen. Das war wirklich wie im Film. Wir haben die ganzen Autos vollgestopft mit unserem Zeug, schnell. Es gab immer so kleinere Ausschreitungen hier und da. Und dann haben wir gedacht, ja, wir müssen hier weg. Und beim Wegfahren sind die uns noch hinterhergerannt und haben Sachen hinterhergeworfen. Boah. Und es war wirklich so wie im Film. So, ne? Und ich kann mich noch erinnern, es ist lange her, aber ich weiß noch, wie ich aus diesem Auto hinten, aus der Heckscheibe rausgeguckt habe und mir so die Finger gezeigt habe. Also ihr habt wirklich hinterhergerannt sind. Abgebaut, reingeschmissen, weg. Alles schnell, ja, es gab so der Chef, der so uns so ein bisschen organisiert hat, der war so ein bisschen schon älter natürlich, ne? Der hat so ein bisschen das unter Kontrolle gehalten, hat auch mit den Erwachsenen da so versucht, das so ein bisschen unter Kontrolle zu kriegen. Aber die sind ja dann doch immer irgendwo ausgerissen, haben versucht, wieder jemanden anderen eine Runde zu hauen. Also es gab so richtig körperliche Ausschreitungen. Und dann hat man gemerkt, okay, wir müssen hier einfach verschwinden, so schnell es geht. Und dann sind wir sozusagen vom Platz gejagt worden. Gewalt beim Gig. Aber habt ihr die Kohle gekriegt? Nee, es gab überhaupt keine Kohle. Sie haben sowieso keine Kohle. Ach so. Nein, aus. Dein Hund will meinen Rucksack fressen. Ja, ist da was drin? Ich weiß nicht genau. Hat er was im Mund? Ich hoffe nicht. Ja, bei Kohle, ne? Aus. Ich hab mal, das war richtig bitter. Hm.
Ich habe eine Zeit lang auch mit dem Chris Nehmet, haben wir schon drüber gequatscht, haben wir diese Palazzo-Dinger gemacht. Ne? Mhm. Das ist ja so ein bisschen Varieté-mäßig. Ja. Dinner-Show und so weiter. Das sind ja so langfristige Engagements, mehrere Monate. Ja. Und das, da gibt es eine Schnittmenge auch zu Zirkus-Thematiken, weil ja eben viele von den Artisten, die dann da auftreten, sind ja Zirkus-Acts eigentlich. Ja. Also jetzt nicht mit Elefanten und so weiter, das sind eher so die akrobatischen Dinge. Oder auch die Zauberdinge und je nachdem, die clownesken Dinge und so. Ja. Und dann gab es dann irgendwie eine Anfrage von einem Typen, so einem Entendompteur. Was? Ja, sagt man das, glaube ich, so, ne? Der hat so eine, eher so eine Laufentennummer. Ach so. Und der wollte einen Weihnachtszirkus machen. In Hannover. Mit seinen Enten. Mit seinen Enten, aber auch mit so einem ganzen Zirkusprogramm. Also mit verschiedenen Dingen. Okay. Da gab es dann ein Drahtseil-Act, es gab einen Kontorsions-Act, es gab eben diesen Enten-Act, es gab es gab so eine Chihuahua-Nummer. Also es waren auf jeden Fall auch Tiere dabei. Ja? Und das ist ja auch irgendwie immer so ein bisschen fraglich. Mhm. Peter lässt grüßen und so. Damals war so, wir spielen jeden Gig, den wir kriegen können, so ungefähr. Ne? Und das war eben auch ein Gig, ganzer Dezember bis in die erste Januarwoche rein, also irgendwie 5 Wochen oder so. Mhm. Und ich habe eine Band dafür zusammengestellt, weil der wollte halt so... Das ist schon ein sehr starker Entenverschleiß. Ja. Ente süß-sauer. dann haben wir da gesagt, okay, wir machen das. Hannover, dann haben wir, wo pennen wir? Hotel, muss bezahlt sein, klar. Gage war klar, müssen wir so und so machen. Ja. Ich habe auch den Techniker organisiert, die auch das Material liefern. Und dann haben wir das geprobt, vorher so inhaltliche Absprachen, das und das wünscht er sich. Und hier und die Nummer, da und die Nummer. Und irgendwie Aufgang, Abgang. Also das ganze Zirkusprogramm halt irgendwie. Jetzt nicht so, der wollte jetzt nicht so Oldschool-Zirkus, sondern er wollte dann so ein bisschen U2-Mucke, ein bisschen, was weiß ich, Genesis-Mucke und dann hier noch ein paar. Also, sag mal so 20 Songs am Abend und so. Und okay, wir kommen dahin, da ist das einfach so ein Zelt, was in Hannover auf diesem Riesenplatz steht. Es war aber dieser Winter, der so eisig kalt war. Ja. Und das war alles so ernüchternd und derbe. Die mit den Enten hinten dran in Wohnwagen bei minus 15 Grad. Vögel waren auch dabei. Es gab so Vögelnummern, so krasse Greifvögel waren auch am Start. Ah, ja, okay. Und es kamen einfach keine Menschen. Ja. Es war scheiße beworben und es war viel zu kalt. Mhm. Und das Zelt musste auch wahnsinnig krass beheizt werden mit Öl und irgendwie unglaublich. Sodass eigentlich klar war nach einer Woche, das Ding wird finanziell komplettes Fiasko werden. Ja. Und wir hatten natürlich aber einen Deal und haben gesagt, irgendwie Abschlagszahlungen, weil ich den Typen ja auch nicht kannte und so. Mhm. Und dann war es Weihnachten und wir haben noch keine Kohle gehabt. Und es war irgendwie klar, okay, das wird richtig bitter. Und haben dann gesagt, pass auf, wir sollten jetzt einen Schlussstrich ziehen. Ja. Nee, jetzt mal unbedingt weitermachen. Jetzt kommen noch die Feiertage und die Leute kommen jetzt so mit der ganzen Kohle wieder rein, die vorher nicht eingenommen wurde und so. Klar, dauert auch eine Zeit, bis sich das rumspricht und so. Und als Family gehst du ja auch sicherlich nicht... Es gibt ja auch Weihnachtsmärkte, ich weiß nicht, ob du auf den Weihnachtszirkus gehen willst und bist ja eher im Stress. Ja, okay, zwischen den Jahren vielleicht ganz geil. Und dann haben wir dann, weil das war alles so schmierig und fragwürdig, dann haben wir nach einem Abend, wo dann viel los war, die Kasse einkassiert als Band. Mhm. Und haben gesagt, so, du gibst uns das gesamte Geld, was da drin ist, was sowieso nicht dem entspricht, was wir eigentlich schon längst hätten bekommen sollen. Mhm. Und nur dann spielen wir weiter. Und dann muss es aber in Tagesabständen. Irgendwie haben wir gesagt, ab da muss die Kohle fließen. Mhm. Und wir haben aber dann abgebrochen tatsächlich, weil die Kohle nicht floss. Und dann sind wir natürlich mit Anwalt und allem Alarm. Das Ganze ist dann auf Privatinsolvenz rausgelaufen, natürlich. Und wir haben eigentlich, ich glaube, es fehlten unterm Strich so 25.000 Euro, wow, die wir nicht bekommen haben. Mhm. Es war richtig ärgerlich. Richtig nervig, Anwaltskosten gehabt und das ist so, ja, das habe ich, das gibt es aber oft, ne? So, kann das sein, dass jetzt diverse Möbel? Meine Hündin knabbert am Basteimer, was ich ihr aber gestatte, weil ich ja keine Zeit habe, mich um sie zu kümmern. so, ne, diese Katastrophen, so von wegen, wir haben leider kein Geld für euch, sorry, für eure Arbeit und so. Ne? Genau. Das leider ziemlich oft, habe ich auch schon ab und zu mal erlebt, wo ich dann einen Job erledigt
hatte, aber dann einfach kein Geld rüberkam und so. Ne? Was macht man da? Schwierig. Kann man teilweise was machen, teilweise nicht. Manchmal hast du einfach Pech gehabt. Und manchmal lohnt es sich auch nicht, ein Fass aufzumachen. Und manchmal muss man ein Fass aufmachen. Es ist echt super richtig nervig. Bitter. Ja, es ist super nervig. Wir vor allem, wenn du die Arbeit hattest, du hast Spritkosten, du hast dein eigenes Geld reingesteckt in die Sache, wird aber dann nicht gezahlt und dann hast du mit deinem eigenen Geld sozusagen die Sache subventioniert. Wir haben eine ganz fiese, fällt mir dabei auch noch an, fiese Nummer gehabt, auch ein Typ, der nicht zahlen wollte, privaten Mensch, der aber eine Riesenveranstaltung gemacht hat und wir haben uns da wahnsinnig vorbereitet, haben gespielt, alles cool und ich war sehr viel im Kontakt mit dem vorher und dann ist die Kohle einfach nicht gekommen. Ja. Nochmal angerufen, hör mal, ich habe doch die Rechnung geschrieben und so, ja, die ist nicht angekommen. So, erstmal ging es so, einen Monat später irgendwie, hör mal, Geld ist nicht da und wir reden irgendwie über eine Bandgage, ich weiß nicht, es waren irgendwie 5.000 Euro oder irgendwie so, es war jetzt echt nicht die Welt so, ne? Zumindest für den Typen hatte ich so gedacht irgendwie. Dann habe ich angefangen zu googeln, habe festgestellt, ach krass, der ist ja gar nicht ein Gastronom. Er hatte gesagt, er ist Gastronom da im Norden irgendwie. Das gehört gar nicht dem. Habe da angerufen, ja, ja, ach, seid ihr mit dem zugange? Ja, ja, der ist ein Halunke und der war schon im Knast. Und wie so, scheiße, wow. Alles klar. Gleichzeitig wusste ich aber, dass der hat eine relativ junge Tochter gehabt. Die war so 12, 13 damals. Und die waren auch so total so auf Etepetete mit irgendwie Pferde, Reitkurs und SUV und Reithose und irgendwie, also ein bisschen zu viel Kohle an falscher Stelle, uns aber das Geld nicht geben wollen. So. Mhm. Und dann habe ich den einfach nie ans Telefon gekriegt und irgendwann, ja, jetzt bin ich gerade im Ausland, nee, das mit dem Geld, das klappt schon. Und ich so, Alter, wir warten seit 3 Monaten, wo ist die Kohle? Und dann haben wir überlegt, was wir machen und sind dann einen sehr unorthodoxen Weg gegangen. Wir haben nämlich die Tochter auf Facebook angeschrieben. Die wir auf Tochter haben. Die entführt? Nee, so weit sind wir nicht gegangen. Nein, wir haben nur der Tochter auf Facebook geschrieben, hey, wir kennen uns doch von der Party, wir sind die Band, die da gespielt hat und hi und wir hoffen, dir geht's gut. Wir wollten nur noch mal nachfragen, ob denn die Adresse so und so auch immer noch eure Privatadresse ist. Wir wären nämlich gerade in der Stadt und würden gerne vorbeikommen, mit eurem Vater ihrem Vater zu reden. Und dann klingelte keine 5 Minuten später mein Telefon. Ja. Was natürlich überhaupt nicht stimmte, wir waren nicht in der Stadt, ne? Ja, natürlich nicht. Ja. Und dann rief er an und er war im Ausland und sagt, und ich bring dich um, lass die Finger von meiner Tochter. Wirklich? Und dann habe ich gesagt, hey, I'm sorry, wir fahren jetzt bei euch zu Hause vorbei, entweder die Kohle, ja, ich bin nicht da, Mann, nur meine Frau ist da. Ist ja, dann sagt deiner Frau, sie soll uns die Kohle geben oder ihr, auf gar keinen Fall fahrt ihr bei uns bei mir zu Hause vorbei. Und ist ja, wie machen wir das denn dann? Ich schicke meine Frau auf die Bank, die macht sofort eine Überweisung klar. Ich so, ja, okay, aber dann brauche ich jetzt in 10 Minuten von deiner Frau eine Überweisungsbestätigung. Kann sie mir per PDF schicken? Ist ja richtig. Und dann kam das tatsächlich. Dann ist die tatsächlich zur Sparkasse gegangen und hat uns dann die 5.000 Mittel da überwiesen. Und dann habe ich ihm nachher gesagt, du, übrigens, wir waren gar nicht in der Stadt. Aber war auch ein Arschloch, war ein Riesenarschloch. Ja, das ist natürlich Wahnsinn. Aber das ist auch ein bisschen filmreif. Das ein bisschen, erinnert mich ein bisschen an diese ganzen Mafia-Filme, ne? Wo so Leute so, hat so manchmal so ein bisschen was von so einem Krimi. So. Ja. Mein Vater war ja auch lange in der Country-Music-Szene unterwegs und ich war als Kind auch immer dabei. Und da gab es auch eine Szene, wo mein Vater abends beim Veranstalter, das waren so Festzeltgeschichten und der Veranstalter hat hinter dem Festzelt so seinen Wohnwagen, wo er so seine Geschäfte drin macht. Und Klassiker halt, ne? Also wirklich Klassiker. Ja. Und mein Vater wir sind fertig, wir haben das Auto geladen, wir fahren jetzt los, ich warte nur noch auf die Gage. Damals wurde die Gage in Bar ausgezahlt, ganz oft, so, das war so üblich. Ich warte nur noch auf die Gage, Vertrag ist gemacht, alles klar, ging alles seine Wege. Und dann meinte der Veranstalter so, ich habe kein Geld, wir haben Verluste gemacht, wir können euch nichts zahlen. Oh. Wir überweisen es euch, wenn es geht. Und mein Vater so, schon halt auch ein alter Hase im Geschäft, so, hat gemeint, also das kannst du mit den anderen Bands gern machen, aber wir gehen hier ohne Gage nicht weg. Es hat gedauert, die Band von meinem Vater ist schon gefahren. So, ja, wir müssen los, ja, fahrt ihr schon mal heim, ich mach das. Ne? Mein Vater war der Bandleader, der musste das machen. Ne? Und mein Vater so, der hat so lange bei ihm im Büro gesessen, der konnte noch nicht mal aufs Klo gehen, der Veranstalter, und hat gesagt, ich bleibe jetzt hier sitzen, ich gehe nicht weg, weil das mache ich nicht, weil ich weiß, dass ich die Kohle, dass ich die ewig nachrennen muss, ohne die Kohle gehe ich nicht weg. Ich bleibe jetzt hier, ich übernachte auch hier, wenn es sein muss.
Und der war richtig genervt, der Veranstalter. Der wurde richtig garstig. So, ne? Ich meine, ja, sorry, ich mach das, spare das Geld woanders, aber bei uns kannst du es nicht sparen. Und dann hat er eben wirklich so im Laufe des Abends dann wirklich so mit aller Mühe so das restliche Geld so aus der Kasse raus und hat es ihm mitgegeben und dann sind wir heimgefahren. Ne? Aber da habe ich. Du warst dabei, oder was? Ich war dabei, ja. Ich habe noch richtig so, Mama, ich bin. Wie alt warst du da? So, und meine Mutter war ja auch dabei. Meine Mutter hat ja immer gemischt, die war ja am Mischpult. Ne? Ja. Die hat den Sound gemacht. Wie alt warst du denn da? Ich war dann 9 oder so. Ja. 8 oder 9. Geil. Und ich so, Mama, wann fahren wir heim? Ja, es dauert noch eine Minute, der Papa muss das noch klären. So. Und mein Papa hat schon mit Baseballschläger und allem Möglichen gedroht. Und so. Das war dann schon auch noch eine andere Zeit. So, ne? Das war wirklich so, das waren die 80er. Ja. Das war noch mal ein bisschen rougher als heute. Ja. Also das war schon, da habe ich das erste Mal so mitbekommen, wie es ist, wenn der Papa mit Betrügern zu tun hat. Ne? Ja, crazy, ne? Das war verrückt, ja. Aber witzig, wir fallen auf dem Weg jetzt, das ist ja oft so bei unserem Podcast, dass wir anfangen zu quatschen und auf dem Weg fallen mir 1000 Sachen ein, die mir vorher nicht eingefallen sind. Und das war eine davon, diese Sache, ne, dass wir dann wirklich so mit noch Stunden da rumsitzen mussten. Bei Mafia fällt mir die Mafia-Story, meine Mafia-Story ein. Ja. Habe ich dir schon mal erzählt, die mit Moskau? Die habe ich dir, glaube ich, schon mal erzählt, aber ich weiß nicht, ob ich sie. Wir wurden auf einmal in Moskau gebucht für eine Privatnummer. Der Typ hatte die Band in der Costa Smeralda gesehen. Und, also so eine Coverband, ne? Und er wollte, dass wir da hinfliegen. Und dann haben wir da gespielt oder sind da hingeflogen. Und es war auf dem Hinflug schon klar, dass das irgendwie eine komische Nummer wird, mit 3 Tage Moskau. Einen Tag rumreisen und irgendwie alles gezeigt bekommen, einen Tag Aufbau, Soundcheck und dann den Gig spielen. Und der hat total viel Wert drauf gelegt, dass da die Band genauso ist wie die, die er in Sardinien gesehen hatte an der Costa Smeralda. Das waren irgendwie 3 schwarze Sänger. Das war ihm auch wichtig. Das musste so westlich sein. Das sollte auf gar keinen Fall Ostblock-Style sein. Das war ihm wichtig. Und der Typ war halt ein, der trug an seinem, auf der Feier trug der einen goldenen Dolce Gabbana Trainingsanzug. Das ist schon, und hatte, der war so Mitte 50 und relativ aus den Fugen geraten und seine halb so alte Frau feierte Geburtstag, das war nämlich die Veranstaltung, sie hatte Geburtstag. Ja. Mit ganz langen Fingernägeln und Stöckelschuhen und er mit dem goldenen Ding. Und dann es war auf dem Hinweg schon so, dass eine von unseren Sängerinnen, ich nenne jetzt nicht ihren Namen, aber die weiß, dass die erzählt die Story auch selber immer noch gerne, die kommt aus Südafrika und ist eben schwarz und hat einen Pass und wurde dann nicht reingelassen, weil in ihrem Pass hinten schreibt man rein, in case of death or injury, please inform my husband, bla bla bla, oder meine Mutter oder wie auch immer. Und das hatte sie mit Tippex da weggemacht, hatte da irgendwas reingeschrieben, ihren neuen Ehemann reingeschrieben. Mhm. Das macht man aber so. Und sie hat auch mit diesem Pass das Visum bekommen. Mhm. Und das fand aber die Tante bei der Einreise in Moskau alles andere als cool. Mhm. Und hat dann 2 Typen gerufen und die haben die dann wieder in den Flieger gesetzt, Air Berlin oder zurück nach Köln. Kleine Maschine, voll besetzt, mittags irgendwie. Und ich habe dann unseren Manager angerufen, pass auf, Riesenproblem hier, Sängerin ist wieder im Flieger. Mhm. Ah, okay, und dann hat er seinen Kontaktmann angerufen, der sich um alles gekümmert hat. Und der meinte nur so, ja, gar kein Problem, ich bin in 20 Minuten da, entspannt euch. Und er so, what? Irgendwie so. Und dieser Flieger, bottom line, dieser Flieger stand über eine Stunde am Gate. Und wir haben uns die ganze Zeit gefragt, was passiert denn hier gerade irgendwie? Und der Captain kam ständig und ist immer zur Sängerin hin und her. Und irgendwann durfte sie dann gehen. Sie war mit uns am Telefon. Irgendwann durfte sie doch wieder gehen. Und alle im Flieger wussten natürlich jetzt, dass sie das Problem ist, warum der Flieger jetzt eine Stunde Delay hat irgendwie. Wow. Weil nämlich unser russischer Kontaktkollege, der hatte dann irgendwie seine Connections am Airport und hat einfach gesagt, wart mal ab. Mhm. Und das Erste, was der machte, als er uns am Flughafen traf, der machte seinen Aktenkoffer auf. Und hatte dabei Wodka für jeden, also Plastikgläser, Flasche Wodka und Kaviar mit Plastiklöffeln. Wir sollten also erstmal jetzt welcome-mäßig Kaviar löffeln und Wodka saufen. So, hi, schön, dass ihr da seid. Ich gehe mal kurz ins Security-Bereich und hol eure Sängerin ab. Kam 3 Minuten später mit der Sängerin wieder raus. Also der hatte quasi
von irgendeinem eine wichtige Telefonnummer. Da war uns schon klar, okay, das ist eine ganz komische Nummer hier. Mhm. Und dann war diese Veranstaltung nach vielen, vielen anderen Dingen, die auch sehr, wie sagt man, suspicious waren. Mhm. Und das war in so einem Nobel-Italiener-Restaurant. Mhm. Super, also so wie man sich's vorstellt, zu viel Gold, zu viel teure Drinks und aber eigentlich vollkommen geschmacklos alles, was da so rum passierte. Und eben der Typ in Gold selber, der auch ratzedicht schon war und saß an dieser riesen Tafel, da waren so 100 Leute und es kam auch gar keine Stimmung auf. Es war also ganz irgendwie unangenehm. Es wurden so 3 Meter lange Fischplatten reingetragen und immer so präsentieren, präsentieren, Geld, Geld, Geld. Wow. Und wir spielten Mucke und dann irgendwann ging so eine Art Schlägerei los zwischen ihm und unserem Manager, der packte sich, unser Manager, so am Rummeckern. Ihm gefiel nicht, was wir spielen. Das war nicht das, was er sich vorgestellt hatte. Er hat das natürlich gesehen an der Costa Smeralda, war da auch besoffen und da hat aber die Sonne geschienen. Und jetzt ist er besoffen, es ist grau in Moskau, indoor und es ist irgendwie nicht so, wie er sich das vorgestellt hatte. Und dann meinte der Manager, pass auf, wir haben folgendes Problem, wir haben einen hochalkoholisierten Kunden, hochaggressiv und dem gefällt das hier nicht. Wir haben so No Diggity und so Black Music R&B Zeug gespielt. Ja. Das war für Moskau nicht das Richtige. Die wollten eigentlich eher so for on the floor Euro diesen Techno Zeug hören irgendwie. Da meint er so, pass auf, wir machen jetzt nichts mehr, keine langen Intros, keine Soli, keine Black Music, keine Major Akkorde, keine sowas irgendwie, sondern einfach nur for on the floor Party Mucke, richtig derbe, so dass der sich happy fühlt. Und damit haben wir dann angefangen, das war auch, das ging in die richtige Richtung. Und dann ist einer von den Sängern auch noch über, der hat sich einen Joint angezündet und ist über die Theke, also über den Tisch gestiefelt und ist zu dem Typen, der da saß und hat dessen Rotweinglas genommen und hat das stehend auf dem Tisch vor allen Leuten runtergeäxt. Und ich dachte, okay, der ist jetzt tot. Wow. Der wird jetzt in diesem Moment, der zieht jetzt ein Messer oder so. Und der Typ fand das aber geil. Der fand das, das war für den Entertainment. Der hat angefangen zu klatschen, ist aufgestanden und da war die Party in vollem Gange. Das war so Icebreaker, den der wohl gebraucht hatte irgendwie. War crazy. Da war alles cool und weil der Laden so klein war, Backstage, war das in, war das Backstage in der Küche von dem Italiener. Und der Italiener, der da gekocht hat, sprach Deutsch und sprach mich an und meinte so, hey, cool, mal wieder Deutsch zu hören. Irgendwie, ich komme eigentlich aus Deutschland, also ich bin Italiener, aber ich habe ganz lange in Berlin gelebt und so. Und er war so sentimental drauf. Und irgendwie so, Alter, ja, geil, was hast du in Berlin gemacht? Ja, bin ein Italiener gehabt. Und dann kam hier die russische Mafia und hat mich gefragt, ob ich Bock habe, nach Moskau zu kommen und hier einen Italiener aufzumachen. Aber ich wusste nicht, dass es die Mafia ist so. Meine Family mitgekommen. Und dann hat aber die Family irgendwann nach ein paar Jahren gesagt, tschüss, und Frau und Kind wieder zurück. Und ich so, ja, Alter, das klingt ja so, als hätte sie ja irgendwie, es würde dir keinen Spaß machen, dann hau doch auch wieder ab. Irgendwie soll das denn? Dann meinte er zu mir ernsthaft: Wenn ich jetzt hier abhaue, bin ich ein toter Mann. Wahnsinn. Und dann bin ich raufgegangen, um das nächste Set zu spielen. Irgendwie. Und es war so klar. Wir übrigens okay, auch. Ja, es war einfach klar: Okay, wir spielen gerade hier für die Riesenarschlöcher. Irgendwie. Ja. Und es war uns aber vorher eben nicht klar. Und ja, dann sind wir nach Hause geflogen. Und glücklicherweise lebend. Wir lebend, der Typ ist mittlerweile tot. Echt? Ich hätte einen Gig gehabt in St. Moritz an Silvester vor 9 Jahren, 8 oder 10 Jahren oder so. Das wäre der gleiche Typ gewesen. Der hat wieder angerufen, habt ihr Bock zu spielen? Und dann haben wir gesagt, keine Ahnung. Und aber diesmal war es eben nicht in Moskau und die Band hatte entschieden, okay, wir machen das. Und ich wurde einfach angefragt, der erste Bock zu spielen, 8-kantig Geld, Silvester. Und 2, 3 Tage vor Silvester kam der Anruf, dass der Gig nicht stattfindet, weil der Typ gestorben ist. Weil der sich, die hatten sich 1 Monat lang in St. Moritz eingebucht ins Hotel und haben da halt, sind viel Ski gefahren, sagen wir es mal so. Wow. Also die waren auf jeden Fall schön Näschen und Leber. Das ist ja aber mal richtig filmreif. Das war derbe. Richtig unangenehm und ich muss auch sagen, seitdem, wenn es mir möglich ist, Dinge nicht anzunehmen oder das vorher zu wissen, für was man da spielt, dann tue ich das mittlerweile und versuche das mittlerweile zu erfragen, sagen wir es mal so, was ist das für ein Gig, damit solche Dinge an mir vorübergehen in Zukunft. Ja, das ist ja dann auch so, wenn man so jünger ist und so seine Erfahrungen so macht, da
macht man halt, da kommt man in ganz schräge Situationen. Ja, das hat ja auch mir, wie soll ich sagen, das solche Sachen, man lernt ja auch was daraus. Ja, irgendwie. Natürlich. Ist ja auch spannend. Ist ja auch so, man ist ja auch so in so einer Rock'n'Roll-Phase, ne? Ja, also ich hatte es mir auch damals nicht leisten können, die Gigs nicht anzunehmen, weil es einfach ja, Kohle war. Ne? Ich habe jetzt glücklicherweise, so haben wir diese langweiligen Gigs mit Gregor Meil und dem Bensko und Bab, wo alles total brav abläuft irgendwie. Aber wenn man eben grundsätzlich nicht viel Gigs hat, dann nimmt man das natürlich mit. Dann spielen wir alles, was man spielen kann. Ja. Irgendwie. Insofern crazy. So, du erzählst eine letzte Geschichte. Ja, wir sind fast durch. Aber das ist ja dann, ja, also ich habe mir ein paar Sachen aufgeschrieben und ich überlege natürlich jetzt, was lohnt es sich noch anzusprechen? Du kannst doch alles erzählen. An mir soll es nicht scheitern. Aber es, so, also du hast eigentlich jetzt alles getoppt mit der Mafia. Das ist so krasser. Wir hatten natürlich nochmal einen Terroranschlag, aber da haben wir schon drüber geredet. Das haben wir schon geredet, genau. Da brauchen wir nicht mehr drüber quatschen. Und ist dir mal eine Gitarre gebrochen? Hast du mal richtig was Kaputtes gehabt? Ja, ich hatte mal, nicht so schlimm. Also ich hatte mal einen Gig gehabt, der war auch eine Katastrophe. Das war ein Club-Gig und dann haben wir angefangen Soundcheck zu machen. Und vor dem Gig ist meine Gitarre einfach umgefallen, Mechanik abgebrochen, kaputt. Und dann habe ich überlegt, wie soll man das eigentlich spielen? Und dann hieß es so, ja, der Gig muss ganz ausfallen, weil es kommt niemand, wir haben einen Schneesturm. Schneesturm. Geil. Ganz schnell. Ne? Guter Tag. Einfach ausgefallen, das ganze Ding, heimgefahren. Gitarre kaputt, kein Gig, keine Gage, tschüss. Also das ist halt so vollkommen sinnlos. So, ne? Aber, kann man sich gegen Schneestürme versichern? Ich habe keine Ahnung, gibt es sowas? Ja, das ist natürlich wieder dieses Thema höhere Gewalt. Das hatten wir ja bei dem leidigen C. Ja. In den letzten Jahren war das gleich das Thema. Ne? Ja. Ich hatte mal, da warst du dabei, in Innsbruck habe ich im Backstage irgendwie am Ohr gekratzt und dann ist mein Ohr angeschwollen. Ah, richtig, genau. Blöd. Und dann hatte ich wirklich so ein angeschwollene... Und dein Innie hat nicht mehr reingepasst. Ja, das ging gar nicht mehr, da ging gar nichts mehr. Das war ja fast zugeschwollen. Ich hatte dann irgendwie abends doch noch irgendwie gespielt und am nächsten Tag sind wir nach Erlangen gefahren mit dem Tourbus. Und dann habe ich gesagt, okay, ich habe jetzt hier total das Blumenkohl-Ding an der Backe hängen. Ich muss jetzt irgendwas machen, sonst das wird ja immer dicker. Irgendwann explodiert mein Ohr. Was ist ein Abszess oder was war das? Ja, es ist, also im Nachhinein, wenn du dich kratzt und es kommen Bakterien in die Wunde, kann es sein, dass das halt dann Wasser ansammelt und anschwillt. Eine Entzündung. Ja. Und der Knorpel im Ohr, der ist halt dann noch dazu so, dass sich dann Sachen ansammeln, die dann aber nicht mehr weggehen. Das in einem Ohr, deswegen gibt es ja auch die Ringer, das Ringerohr, ne, das bekannte Blumenkohlohr. Was? Wenn, also Ringen, ne, der Sport Ringen, da ist es ja so, dass du oft auf den Boden gedrückt wirst und dein Kopf mit dem Ohr auf der Ringermatte, also auf den Boden so rumgedrückt wird. Mhm. Du wirst so, ne, durch diese Technik liegt man halt einfach oft so da. Dadurch platzen Adern im Ohr, diese Adern vernarben mit der Zeit und über die Jahre bilden sich immer mehr Knorpel im Ohr, sodass es komplett zuwächst. Also wenn du mal bei Google Ringerohr eingibst, siehst was du diese... Was du alles weißt. Ja, ich war mal ein Jahr Ringer. Du warst Ringer? Und ich war... Das ist die nächste Wahnsinnsstory. Ich war, glaube ich, der einzige Ringer im Verein, dessen Anzug nicht hauteng war, weil ich zu dünn war. Geil, ich habe es gerade gegoogelt. Das war ganz schlimm, ja, hast du gesehen? Blumenkohlohr und Ursachen und Behandlung. Ja, Ringerohr. Auf jeden Fall hat mein Ohr so ausgesehen. Ne? Geil, aber mit deiner Statur hättest du auch Skispringen machen können. Ja, alles mögliche, Basketball, aber nicht Ringen. Ich bin auch nach einem Jahr raus und das hat nichts gebracht. Auf jeden Fall war das dann so, dass ich in Erlangen, ich wusste in Erlangen, ja, da ist eine gute HNO-Klinik. Ich gehe da mal hin, bevor der Soundcheck losgeht. Hingegangen. Und dann haben die sich das angeguckt, zeigen sie mal her, so, oh ja, oh, das ist aber wirklich, da ist aber was da los, so, ne? Und dann habe ich gemeint, ja, das tut auch weh, kann man da irgendwas machen? So, ja, das müssen wir aufschneiden, sofort. Und ich so, ja, was heißt das jetzt? Ja, hinsetzen, Skalpell. Und dann haben die das ohne Betäubung, oder war es betäubt? Nee, es war nicht betäubt. Dann haben die gesagt, so, jetzt mal kurz stillhalten, haben da reingeschnitten und ich schon so, au, so, ne? Helge Schneider beim Urologe, kann ich euch empfehlen. Und ich so, das tut mir jetzt weh. Und dann haben die das aufgeschnitten und dann war es so, oh, war schnell, ja, hier was zum, da kommt aber eine Menge raus hier, so, ne, so Tupfer und so, ne, Blut, überall Blut, so, ne. Dann haben die das halt sauber gemacht und haben das aufgemacht und so und dann haben die das mit dem Laser wieder zugeschnitten. Also das ist wirklich so, du sitzt dann da und es macht so und so ein Laserstrahl näht diese Wunde zu. What? Ja, das war verrückt.
Also die haben wirklich das höchste Technik da. Es war auch alles irgendwie so fachmännisch, alles cool. Es war nur wirklich, es ging halt so zack, zack, zack und das Ding wieder zugenäht und verbannt und tschüss. Und am Abend hast du den Gig gespielt mit diesem riesen Verband am Morgen. Ja, genau. Und ja. Am Abend, ich bin dann zurückgekommen, hatte dann so ein weißes Ding da an der Backe hängen und habe dann versucht, irgendwie meinen Hut da drüber zu kriegen und in das weiße Ding mal in ihr rein, halb reingestopft, dass du wissen, was hört. Das war vollkommen sinnlos alles. Und habe halt da mit so einem weißen Teil da am Ohr gespielt und das ging irgendwie so, ne? Es war jetzt kein Katastrophengig, aber ich hatte halt dann noch Wochen danach, ging das nicht weg. Und ja. Ich habe einfach irgendwann mal aufgehört, zum Arzt zu gehen. Ich war in Heidelberg in der Klinik und da haben sie dann auch nicht so gewusst, was man dann noch als nächstes macht. Und ich habe es einfach dann gelassen und dann war das irgendwann wieder weg. So, ne? Aber es war voller Stress einfach nur. Ja. Bei Heidelberg fällt mir noch eine Geschichte ein, die ist auch total harmlos. Matthias Grosch, der ja auch letztens bei uns zu Gast war, und ich, wir haben in unseren Studienzeiten so einen Gastronomen kennengelernt, der uns da immer gebucht hat. Und der hatte einen Kunden, der wahnsinnig viel Kohle hatte und der da auf Heidelberger Schlossberg da hinten irgendwie so eine Villa hatte. Und der wollte unbedingt, dass wir da ein Duo-Konzert spielen, Saxophon und Flügel. Und Flügel deswegen, weil der nämlich in dieser Villa einen Flügel aus Familienbesitz hatte, den er aber selber nicht spielt, weil er selber nichts, er ist kein Musiker. Ja. Und hatte diesen Flügel irgendwie ein Jahr oder zwei Jahre irgendwie so Humidor-mäßig irgendwie bei Steinway einlagern lassen wegen dem Holz oder so. Ich habe keine Ahnung, wie das, warum man das macht oder wie das funktioniert. Ja, und der kommt, der ist jetzt extra zurückgekommen und der Klavierstimmer war auch schon zweimal da und alles cool. Mhm. Und er hat dann so ein Sommerfest veranstaltet und dann sollten wir so Konzertant spielen und haben uns extra krasse Arrangements überlegt. Wir haben dann so ein Duo-Programm uns zusammen gestrickt und hatten so einige Dinger irgendwo zwischen Jazz und Great American Songbook so oder Beatles. Ja, wie man das so macht. Wie man das so macht, aber wirklich mit Taste und so. Und dann geht's halt los und die Leute sitzen, das war alles cool. Und so ab der dritten Nummer war irgendwie klar, dass wir sind komplett out of tune. Was passiert denn hier gerade? Dieser Flügel war einfach, obwohl er mehrfach gestimmt wurde, hat einfach durch das Spielen sowas von nachgelassen, aber nicht gleichmäßig. Aha. Also der ist dann nicht in sich abgesagt, sondern ist dann oben mehr und unten weniger und irgendwie. Und da gab es dann so eine Situation, wo ich dann irgendwann, du kannst ja mit dem Saxophon immer so ein bisschen nachschieben sozusagen. Ja. Ja. Und irgendwann habe ich dann im Song die Tonart gewechselt. Weil es einfach nicht mehr ging. Auch eine schöne Übung eigentlich mal. Ja, es war fürchterlich. Ist klar, es klang eher so Honky-Tonk-mäßig natürlich. Ne? Das war wahnsinnig ekelhaft. Und er wollte aber unbedingt, dass wir weiterspielen. Das war Matthias und ich beide so, nee, wir hören jetzt auf. Das macht leider überhaupt gar keinen Sinn. Aber der Hörbildung, Klasse 30. Das war vollkommen schräg. Absolut bekloppt. Jetzt haben wir euch schöne VHS-Kassette hier reingedrückt mit unseren alten Storys. Ja, jetzt haben wir ein bisschen abgeledert. So, ne? Ja, auch mal schön. Aber wir haben keine Menschen schlecht gemacht. Wir könnten noch mal eine Folge machen. Das hätte passieren können. Ja, nee, das werden wir natürlich vermeiden. Aber nein, ist ja alles auch. Ja, außer die Betrüger, die haben wir natürlich ein bisschen, aber die sind ja auch Betrüger. Richtig, absolut. Und der mittlerweile tot ist, der hatte auch sich das wahrscheinlich verdient. Hat ein sehr ereignisreiches Leben gehabt, schätze ich mal. Ja. Irgendwie. Genau, aber. Goldenen Dolce Gabbana Anzug. Genau, also das war unsere 28. Folge und beim nächsten Mal werden wir vielleicht wieder von Tour berichten. Ja. Mal schauen, wie wir, gibt es noch einige Ideen? Nächste Woche sind wir in Wilhelmshaven, das ist ja schön, an der Nordsee oder sowas. Du ja, ich nicht. Ach, du bist ja gar nicht, ich seid ja gar nicht dabei. Wir Bläser sind aus produktionstechnischen Gründen, wie man heutzutage so schön sagt, nicht dabei. Nee, wir haben einfach einen anderen Gig und den konnten wir nicht absagen. Deswegen sind wir nicht dabei. Ihr könnt schön für einen Gig nach Wilhelmshaven fahren und wieder zurück. Dann sind wir in Brandenburg. Dann sind wir in Brandenburg, da sehen wir uns wieder. Ja. Und da werden wir podcasten. Das kriegen wir irgendwie hin. Ja. Wir sind ja mobil. Wir sind mobil und freuen uns aufs nächste Mal. Wir freuen uns. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Und jetzt könnt ihr euch eine VHS-Kassette ausleihen zur Feier des Tages oder einen Netflix-Film reinschieben. Meine Empfehlung wäre Casino mit Robert De Niro. Ja, geil. Ich habe eben LP gehört. Was ist das?
Was ist das? Ich höre, ich habe ja, haben wir ja schon mal darüber gesprochen, ich habe keinen Spotify mehr. Und es wird hier in meinem Hause nicht mehr gestreamt. Ja, das ist auch. Und deswegen höre ich Langschallplatten. Platten. Vinyl. Vinyls, genau. Das finde ich, das muss ich auch bald mal wieder. Ja. Ich höre weniger dadurch, aber ich höre intensiver. Ja. Das ist der Unterschied. So. In diesem Sinne. Zurück in die analoge Welt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.